Ja, hallo, liebe Traderinnen und Trader, herzlich willkommen zum monatlichen kostenfreien Highspeed Trading bei JFD Brokers mit mir, Heiko Behrendt. Ich denke, der ein oder andere wird mich sicherlich kennen. Das Webinar hier gibt es ja nun schon relativ lange und ist ja mittlerweile fast eine Institution. Es freut mich jedes Mal wieder, dass so viele Traderinnen und Trader sich an einem Dienstag um 15 Uhr denn die Zeit dafür nehmen, an so einem Webinar dran teilzunehmen. Und ja, ich hoffe, dass das Webinar noch oder diese Reihe noch lange Bestand hat. Ja. Gut. Was habe ich mit euch heute vor? Ich habe mir heute gedacht, die letzten Webinare haben wir immer viel geredet. Das heißt, wir schauen uns heute mal ganz klassisch die Handelsvorbereitung vom Dow Jones an. Ich werde dann versuchen, so ein bisschen kommentiertes Live-Trading bis 16 Uhr zu machen. Die Handelsvorbereitung und das kommentierte Live-Trading ist relativ oder wird relativ nah daran sein, wie ich auch in meinem Premium-Service im Live-Trading agiere. Ich werde euch noch ein Update geben zu meinem 100%-Projekt. Vielleicht muss man eine Null wegstreichen, werden wir dann sehen. Dann stehe ich noch bereit für Fragen, Antworten. Ich werde noch ein bisschen vielleicht auch noch mal was zu meinem Gruppencoaching sagen oder vielleicht auch mal noch einen Einblick in meinen Premium-Service geben. Ja, das, was euch halt auf alle Fälle interessiert. Ja. Genau. Das heißt, ich würde jetzt Fragen, die jetzt alle entstehen, würde ich gerne hinten anstellen. Also, das heißt, wir haben jetzt noch 23 Minuten Zeit, bis der US-Markt eröffnet. Gestern war es ja so, dass ab 16 Uhr sowieso nichts mehr los war. Und dass wir dann an der Stelle einfach mal bis dahin so ein bisschen traden und ein bisschen versuchen, ein paar Punkte vielleicht sogar zu kriegen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Ich werde das Ganze aber nicht in mein 100%-Projekt Quatsch, Live-Account traden, sondern logischerweise in meinem Demo-Account, weil sonst könnte ich nicht befreit reden, traden, kommentieren. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich werde keinen Blödsinn machen. Das Thema Demo-Trading, vielleicht auch dazu werde ich vielleicht nochmal ein paar Worte verlieren, sofern es euch interessiert. Ja. Gut, also dann habt ihr für heute den. Wartet ganz kurz, hier hat jemand keinen Ton. Ja, ich weiß, Ton ist okay, nur bei manchen geht das nicht. Ja, gut, okay. An der Stelle habt ihr den Überblick und wir steigen ein ins Thema. Los geht's. Zack. Gut, also wie fängt man denn an, den Markt zu analysieren? Also ich für meinen Teil gehe los, fange an, immer den Markt von oben nach unten zu analysieren und fangen wir mal an, den Markt von der oberen Zeiteinheit zu analysieren und das machen wir jetzt und dann bilde ich gewisse Szenarien, werde das sicherlich noch ein bisschen erklären und dann schauen wir mal, wo wir, was denn der Markt heute mit uns vorhaben könnte. So, ich lösche mal hier kurz ein paar Strichchen. Das ist sozusagen hier mein Arbeitschart. So, den löschen wir auch nochmal. Na, komm jetzt her hier. So, gut, also ich fange meistens, also wir können an, man kann anfangen im Dow, also wir sind aktuell im Dow Jones. Wir können anfangen im Tageschart zu analysieren. Und der Tageschart ist dahingehend recht interessant. Im Tageschart recht interessant ist die eine Kerze hier müssen wir so ein bisschen weglassen, weil das ist immer diese Kerze, die am Sonntag entsteht. Ich habe das, ich persönlich finde es nervig, so eine Kerze im Markt zu haben, aber gut, der Markt hat halt da offen und deswegen wird so eine Kerze gezeigt. Zum Glück habe ich immer noch meine Future-Daten auch, wo die Kerze eher nicht da ist. Oder im Kassamarkt ist die Karte ja auch nicht zu sehen. Also
Tendenziell, wenn man jetzt mal die eine Kerze weglässt, ist es so gewesen, am Freitag ist der Markt sehr stark nach oben gestiegen. Wir haben am Tageshoch geschlossen, dann im gestrigen Handel haben wir ein Doji gesehen. Das heißt, der Markt ist einmal runtergegangen und etwas nach oben gestiegen. Man sieht das jetzt vielleicht hier nicht ganz so gut. Und jetzt hier in der Vorbörse stehen wir so ziemlich am Tageshoch von gestern. Bedeutet, tendenziell ist einfach die Hauptfrage für heute, wenn ich jetzt mal hier den Tageschart hernehme. Lass mal gucken, kurz gucken, ob der Stift hier geht. Nee, geht der nicht. Geht denn der nicht? Ach so. Wartet mal. Mal was testen. Ich habe mir nämlich eigentlich so ein Stift-Tablet gekauft, womit man sozusagen, will nicht, wo ich mit zeichnen kann. Nö. Na gut, wie dem auch sei, wenn er nicht will, muss ich mir da mal auszeichnen. So, gut. Also das heißt, im Tageschart geht es eigentlich jetzt darum, ob wir, das ist der Doji von gestern, wir stehen gerade hier oben, ob wir sozusagen im Tageschart heute hier über dem Hoch weiter nach oben eiern und in Richtung der 20, 21.000 und eventuell 70 laufen, ja. 21.070, ich meine, ich kann das mit der Maus doch mittlerweile auch ganz gut. Ja. Und das an der Stelle sozusagen, dass wir da halt ho heute hochlaufen. Das heißt, von jetzt aus wären das ungefähr noch 50 Punkte ungefähr, die der Markt dann steigen könnte. Das wäre Variante 1 für Tageschart. Ich schreibe jetzt mal Daily. Und sollte wir heute keine Käufer drinne sehen, das heißt, wir nutzen die Vorbörse oder den Anstieg von der Vorbörse und verkaufen jetzt, das heißt, wir sehen diese Variante, die ich bis jetzt eher unwahrscheinlich sehe, dann müssen wir uns logischerweise auf der Short-Seite ja, versteifen. Aber tendenziell würde ich, solange der Markt im Preisbereich bis 20.010 oder 21.010, sorry, 21.010 bleibt, solange würde ich erstmal die Long-Seite im Tageschart bevorzugen. Gut. Okay. Das heißt, haben wir gezeichnet, hier eher die Long-Seite. So, was mache ich? Ich gehe meistens vom Daily direkt runter in den 30-Minuten-Chart. Ich nutze den 30-Minuten-Chart. Erklärung, warum nutze ich den 30-Minuten-Chart? Relativ gute Erklärung dazu ist, dass die meisten, also einmal, dass der Markt in den USA fängt ja um halb an. Das heißt, bei einem vollen Stundenchart fehlt einen meistens eine, ja, fehlt einen in der ersten Stunde die Hälfte der Zeit, ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir viele Volume Profile Trader handeln auch aus dem 30-Minuten-Chart, was in den USA sehr verbreitet ist. Und rein von der Aufteilung und der Zeitfülle ist es besser, die Halbstunden-Chart zu nutzen. Ja. Gut. Das heißt, für den Überblick weiß ich jetzt, dass wir am Tageshoch von gestern sind, das sieht man hier, Daily High vom Vortag, kann man bei JFD schön einstellen alles. Sind wir am Tageshoch vom Vortag, wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend und nebenbei im Augenblick habe ich schon gesehen, die Frage, warum macht man sowas, dass man solche großen Zeiteinheiten handelt. Ja, ich möchte ja wissen, ob ein großer eventueller Markt ist, der den Markt hier nach oben bewegt und tendenziell über dem Tageshoch vom Freitag und dem Tageshoch von gestern drüber hält und eventuell den Markt nach oben kauft und damit ich auch weiter vorne sehe, wo mögliche Kursziele liegen könnten, bei 21.070 brauche ich halt ja den größeren Chart. Also das heißt, wenn ich jetzt der Meinung bin, der Markt läuft bis da hoch, dann brauche ich ja irgendwo den Ziel und das sehe ich dann am besten, wenn ich in größere Zeiteinheiten gehe. Da mache ich mal ein helles Grün rein da oben. Ja, wie gesagt, kommt jetzt nicht auf den Punkt an. Also das heißt, wir sehen hier in den USA in der Vorbörse eine Aufwärtstendenz. Das würde bedeuten, hier lohnt sich durchaus für mich zumindest jetzt im Trend zu denken und zu schauen, solange der Markt am Tageshoch von gestern und wir zeichnen mal hier noch vielleicht noch ein bisschen genauer das Tageshoch vom Freitag ein und solange der Markt da drüber bleibt, dann würde ich die Longseite bevorzugen.
Sollten wir die Tendenz mal brechen und unterhalb, ich sage jetzt mal grob, der 20.010 handeln, dann würde ich eher die Short-Seite bevorzugen und davon ausgehen, dass wir diesen Doji oder diese Seitwärtsrange von gestern nochmal, diesen Preisbereich, den wir hier gestern sehr gut getestet haben, hatte das gestern hier schon grau eingezeichnet in unserem Live-Trading gestern, dass wir den Bereich dann nochmal testen. Also von der Vola her ist der Markt extrem schwer zu handeln gerade bei diesem kleinen Hin und Her. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht in die Falle reintappt. Nur als Beispiel, ich habe gestern so lange gewartet, dass ich 2 Stunden wirklich nur Kaffee getrunken habe und geredet habe. Ich habe gestern passiert wirklich äußerst selten, in meinem Webinar von 15 bis 17 Uhr, welches ich gestern hatte, nicht einen einzigen Trade abgesetzt im Dow Jones. Waren wir mal kurz davor, aber in der Sekunde, wo ich dann überlegt habe und dann war ich ja, raus. Also da habe ich gesagt, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Gut, also von daher, im 30-Minuten-Chart sieht man die Aufwärtstendenz. Die Frage wird sein, halten wir uns über dem Tageshoch von gestern und können wir weiter steigen? Ziel auf der Oberseite, wie gesagt, bis Intraday-Tageshoch und über Intraday-Tageshoch, eventuell von mir aus R2, keine Ahnung, oder 21.072. Also auf die Marke achte ich. So, und vom 30-Minuten-Chart aus gehe ich dann immer direkt runter in den 5-Minuten-Chart. Und hier sehen wir das Bild nochmal etwas detaillierter. Wir sehen eigentlich sehr, sehr schön diesen Aufwärtstrend. Ja, und mal gucken, ob die Amis sozusagen diesen Aufwärtstrend, ich schiebe das Bild mal ein bisschen in die Mitte, ob die Amis halt diesen Aufwärtstrend, wenn der Markt richtig offen hat, auch wirklich fortsetzen können. Ja. Das werden wir uns jetzt anschauen. Wenn das passiert, dass wir hier diesen, wenn wir diesen Trend hier fortsetzen, dann können wir mal schauen, ob wir wirklich eine Trendfortsetzung bekommen. Und falls nicht, können wir hier noch auf ein anderes Setup aufgreifen, welches vielleicht ich nachher auch noch mal einen Link zeige. Da habe ich nämlich eine ausführliche Artikelserie jetzt dazu veröffentlicht. Das könnt ihr oben auch entstehen, nämlich einen Fehlausbruch durchs Tageshoch. Also wie gesagt, klassisch ist Trendfortsetzung. Sollte hier oben der Markt vielleicht nicht unbedingt weiterkommen und wir keine Order am Markt sehen, mehr in der Range sein, dann könnte man hier oben mal gucken, ob wir unser Fake-Setup bekommen. Das werde ich gleich nochmal zeigen dann. Und ja, ansonsten jetzt rein Short-Setups habe ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, Short wird ganz schwach unter 20.020 oder erst 20.010. Warum darunter? Ich möchte hier vermeiden, dass ich hier in diese Unterstützung reinhandle, also da, wo das Tageshoch von gestern ist, bei 21.020 ist ja das Tageshoch von gestern. Und dass ich da nicht in die Unterstützung reinhandle, würde ich eher schauen, wenn überhaupt Short, dann nur vom Tageshoch aus und dann vielleicht runter auf die 21.20. Aber ich möchte vermeiden, hier ein eventuelles Unterstützungsniveau reinzuhandeln. Klar, wenn der Markt das bricht, dann müssen wir gucken, ob das halt wirklich darunter geht. Und dann kommt noch diese 21.010er Marke und die war gestern schon ein ziemliches Brett gewesen, die Marke, wie man das hier sieht. Ja, und da sieht man auch, da waren heute früh mal so ein paar Intraday-Hochs gewesen und auch ein paar Tiefs. Also das heißt, da muss man schon gucken, dass man da nicht in irgendwelche Unterstützung reinhandelt, wo man vielleicht auf die Mütze bekommt. Ja. Gut. Also das so meine Trading-Ideen sozusagen anhand des bisherigen Verlaufs. Da bleibt sogar vielleicht Zeit, direkt mal in das zu schauen, in das vielleicht mal auf dieses Fake-Setup zu gehen. Wie gesagt, da habe ich jetzt eine Artikelserie veröffentlicht. Jetzt wollte ich mal hier kurz. Gucken. So. Oh nee, das ist auf Twitter. Nein, Twitter wollen wir nicht. Obwohl, da hätten wir ja natürlich. Halt, machen wir es so rum. Zack. Haben wir es auch, oder? Ja, genau. Also, der Handel von Fehlausbrüchen ist sozusagen, das Setup von mir ist eine gesamte Serie, die man sozusagen hier sich durchlesen kann. Jetzt wollen wir mal selber gucken.
Ich dachte, man kann es direkt dann wahrscheinlich nur von der Seite. Ach so, genau. Also wir haben es rückwärts verlinkt. Das heißt also, das ist wahrscheinlich der interessante Teil, nämlich wie man entsprechend hier in dieses Trade, also in so ein Trade einsteigt. Ich kopiere euch einfach mal den Link, dann könnt ihr euch den Link ja gerne anschauen und mal gucken, ob euch das halt gefällt, das ganze Thema. Und ja, da habe ich jetzt den Trade hier erklärt und hier sieht man auch ein paar Praxisbeispiele. Und im letzten Teil, der kommt noch, da kommt dann das Risiko Money Management dazu. Ja. Gut, was auch die Schwierigkeit in so einem Fehlausbruch ist, das sage ich natürlich auch, weil ja, man sieht es vielleicht an dem Bild. Ja, also ein Fehlausbruch ist immer dann gegeben, wenn was nicht richtig ist. Und ja, man setzt halt von vornherein direkt grundsätzlich darauf, dass man auf das Scheitern einer gewissen Bewegung setzt, ja, oder einer gewissen Bewegung. Das heißt, ich fokussiere mich von vornherein darauf, dass ich da drauf ausgehe. Das heißt, ich sitze davor und sage, das wird jetzt, ich versuche jetzt den Fehlausbruch zu handeln und wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht. Ja. Und vielleicht sehen wir das ja nachher, wenn der Markt hier hochgeht, dann können wir durchaus mal schauen. Also das heißt, der Markt geht hier hoch, macht ein neues Tageshoch und dann mal schauen, ob an dem neuen Tageshoch der Markt direkt dieses nehmen kann oder nicht. Und dann, wenn er es nicht nehmen kann, könnte man den Fehlausbruch sehen. Wir haben es jetzt vielleicht nicht ganz so schön. Sieht man es ab und zu mal auch, zum Beispiel jetzt, ja, das ist jetzt zwar nicht durchs Tageshoch, aber es zeigt durchaus, was damit gemeint ist mit den ganzen Fehlausbrüchen. Die sind ja durchaus mittlerweile ziemlich klassisch. Also das heißt, der Markt zieht hier das Tief raus und geht komplett in die andere Richtung. Dann zieht er hier ein neues Tageshoch raus und geht auch wieder erstmal komplett in die andere Richtung. Und so findet man sicherlich hier einige solche Sachen. Hier ist auch so ein Fehlausbruch da durchs Tief und dann geht es erstmal auch wieder hoch. Also das heißt, es gibt so einige Sachen oder einige Bewegungen mittlerweile auch in USA und vor allem auch im DAX, wo dauernd Hochs und Tiefs rausgezogen werden ohne nachhaltige Bewegung. Und da kann man eigentlich immer mit diesen, da kann man eigentlich immer mit dem Fehlausbruch eigentlich relativ gut partizipieren. Also wir werden einfach mal sehen, der Markt macht in 7 Minuten auf und dann kann man mal schauen, ob das heute so kommt. Ja. Gut. So, gibt es sonst noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Habe ich sonst noch? Ach so, Termine, 16 Uhr kommt jetzt nochmal Termine, auch ganz wichtig. Natürlich, dass man weiß, wann Termine kommen. Also am besten ist, ihr speichert euch den Link ab, weil wenn das Webinar zu ist, dann habt ihr den Link ja nicht mehr. Und man kann sich ja auch später durchlesen, wenn man Lust drauf hat, sozusagen. Ja. Das heißt, Termine. Termine, ganz wichtig. Haben wir hier bei Gottmo Traders so einen Wirtschaftskalender. Und gehört zur täglichen Routine. Und hier sehen wir dann sozusagen heute, was an Zahlen noch kommen. Und da könnte 16 Uhr, könnte noch ein bisschen was gehen mit diesen drei Daten und der Rest interessiert uns jetzt erstmal fürs Webinar nicht. Ja, kopiere ich auch gleich mal rein. Habe ich beide geteilt? Doch, ja. Also im Chat müssten beide Webinare drinne, ach, beide Webinare, beide Links drinne sein. Ja. Pflichtlektüre, ja, Pflichtlektüre ist es für den, der Fehlausbruch, weil die Frage kam, Pflichtlektüre für den der Fehlausbruch als Setup interessiert. Ja, für den wäre es Pflichtlektüre. Ja. Also wie gesagt, ich habe das mal in der Zeitung der Börsencoach veröffentlicht. Also wer die Zeitung der Börsencoach hat vom Traders, da ist das, ist der Artikel auch drin. Und ich habe den jetzt halt nochmal veröffentlicht bei Tradingtreff. Ansonsten, wenn ihr bei Gottmo Trader gibt es auch etliche Artikel über Fake-Ausbrüche. Und ansonsten, wenn der Fake-Ausbruch halt heute nicht kommt, dann können wir durchaus den
ja, vielleicht den Einstieg im Trend handeln. So, ich bereite mal ganz kurz mein Screen vor, wie er denn aussieht, auch in meinem Members-Bereich, also im Live-Trading vom Premium-Service. Das heißt, ich bastel mir das ganz kurz zusammen, damit das hier alles ordentlich aussieht. Das heißt, ich habe hier immer meinen 1-Minuten-Chart, meinen 5-Minuten-Chart, dann schiebe ich das hier immer ein bisschen noch rüber. So, wo stehen wir bei 21.300? Halt, muss ich erstmal hier kurz überlagert immer die Webinar-Software das Ganze. So, also hier geschafft. Ansonsten für alle anderen, wie gesagt, durchaus eventuell Pflichtlektüre. Also ich finde mittlerweile die Fake-Ausbrüche halt sehr, sehr gut zu handeln und ich handle sie auch sehr gerne, weil sie eigentlich immer einem dann auch einen guten Vorteil bieten können. Ja, also wenn das so läuft, wie es läuft. Ich habe auch letztens erst bei meinem Webinar, was morgen früh stattfindet, was ich in Kooperation mit Admiral Markets mache, da habe ich auch letztens erst wieder so einen schönen Fake-Ausbruch durchs Tageshoch gehandelt. Die Fake-Ausbrüche sehen halt in der Nachbetrachtung immer sehr, sehr gut aus. Denn das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wenn der Markt so läuft, ja, also das ist jetzt das Optimum, dann sieht das CRV dazu halt richtig cool aus, weil das CRV ist dann so, das ist die mögliche Chance, also hier Minimumchance, ja, das ist die Chance, so, ja, mögliche Chance. Und das hier wäre dann sozusagen das Risiko, nämlich der Stop dazu. So. Und das heißt, in Summe macht es natürlich viel mehr Sinn, da oben dann auf Short zu schauen, wenn das CRV so aussieht, ja. Also, wenn man hier so ein schönes CRV hat, ja, das ist die Chance. Und das ist das Risiko. Ja, so. Natürlich geht nicht immer so auf, aber es gibt es in der Nachbetrachtung oftmals richtig coole Trades bei sowas. Ja. Also von daher durchaus mal gucken, kann auf alle Fälle interessant sein. Die Voraussetzungen, wie es aussehen muss, das alles erklärt. Und ganz klar, funktioniert natürlich auch nicht immer. Logisch. Ja. Also hat eine gewisse Trefferquote, eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und jetzt muss man halt mal gucken, ob das denn so reinkommt. Für mein Trading noch ganz wichtig ist das Thema, dass ich die Futures habe. Also das heißt, ich möchte immer gerne wissen, wie viel gehandelt wird. Das heißt, dazu nutze ich entsprechende Zweitsoftware von Futures, nämlich hier den Dow Future und dann nutze ich noch den S&P Future in einer gleichen Darstellung oder sage ich jetzt mal rein vom Zahlenwerk liefert der mir genau dasselbe. Aber er sieht in der Darstellung etwas anders aus, weil die Zahlen, also das heißt die Trades, die hier rechts von der Kerze dran stehen, die stehen hier direkt an der Kerze dran und das auch historisch für jede Kerze. Ich könnte das auch in dem hier im S&P drinne haben, aber oder im Dow könnte ich auch das mit diesen Kästchen normalerweise haben, also so ein sogenannter Footprint Chart. Problem an der ganzen Geschichte, im Dow Jones würde man die Zahlen so oder so nicht sehen, weil das so gedatscht wäre. Ja. Also von daher, ist das dann, ist das denn nicht so schön anzusehen, das Ganze. So, wir warten jetzt die US-Eröffnung ab. Zur US-Eröffnung sage ich dann immer zu meinen Teilnehmern, so die ersten 5 Minuten warte ich immer ab. Ich handle ganz, ganz selten die ersten 5 Minuten im Markt. Und weil, warum? Denn es müssen erstmal alle Aktien offen sein. Manchmal weiß man nicht ganz genau, wie die Aktien denn reinkommen und das führt dann meistens zu extrem starker Volatilität am Markt. Ja. Ach, Mini-Terminal fehlt noch. Hier kennt jemand meinen Trading-Screen. Stimmt, das Mini-Terminal. Das ist ja vor lauter Schnatterei. So, da ist das Mini-Terminal. So, das heißt, ich warte mal die ersten 5 Minuten ab, wie das läuft. Und dann
versuche ich einzusteigen. Also wir haben unseren Plan gemacht auf der linken Seite. Wir erinnern uns, ich möchte nicht unbedingt bei 21.020 die Short-Seite handeln, falls die Unterstützung und das Tageshoch von gestern hält. Wäre das eventuell der Fake-Ausbruch auf der Unterseite, also nicht jetzt durch ein Tageshoch, Tagestief, aber eventuell durch ein Intraday-Tief oder durch eine Range. Ansonsten, wenn es bis 21.010 geht, auch da würde ich immer noch nach Longs Ausschau halten, und geht es nach oben weg über 21.030, dann kommen wir auch wieder hin in den Long-Bereich mit Trendfortsetzung 21.042, 21.054, 21.070. So, dann kam gerade noch eine Frage, die auch ganz gut jetzt hier zum Markt passt. Warum steht denn der Dow Future etwas tiefer als der oder warum steht der Dow Future tiefer wie der JFD Dow oder der CASA Dow? Das liegt einfach an den Zinsen und Dividenden. Der DAX ist ein Performance-Index und der Dow Jones ist ein Kursindex. Hier werden Dividenden rausgerechnet. Das fällt nicht ganz so stark aus, weil es einen Kropffaktor gibt, also einen, der das so ein bisschen mit berücksichtigt. Aber tendenziell ist es einfach so, dass der vom Index und der Berechnungsart es da zu Unterschieden kommt. Gut, irgendwie habe ich das Gefühl, dass entweder ist mein Rechner so langsam oder die Leitung ist irgendwie nicht ganz so, wie ich das gerne haben möchte. Also irgendwas stockt hier. So, irgendwie, irgendwo, irgendwas. Ich mache mir hier nochmal Dings aus. Beenden. Skype ausgemacht. Gut, also wie gesagt, erste 5 Minuten warten wir ab und dann schauen wir mal, was denn der Markt so vorhat. Also irgendwie habe ich das. Ah, hier ist irgendwas. Da. So, speichern. So, der DAX war natürlich heute auch eine lahme Veranstaltung. Also tendenziell hat der DAX zwar eine gute Bewegung gemacht, aber bei der Zeitdauer, das ist überhaupt nicht mein Zeitfenster, mein Zeitrahmen. Also wir sehen aktuell Test Tageshoch und hier könnte sich dieses Fake-Signal durchaus etablieren. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier schön nach oben geht, dann hätten wir auf alle Fälle die Chance, dass das hier der Fehlausbruch wird. Dadurch, dass ich die ersten 5 Minuten nicht handle, kommt für mich jetzt der Trade einfach da nicht in Frage. Aber hier wäre durchaus die Option gegeben, dass der Markt jetzt nach oben durchgeht, und dann hätten wir hier das Fake-Signal, also das, was ich euch gerade gezeigt habe oder als Artikel-Link gerade geschickt habe, das würde dann jetzt hier eintreffen. Das heißt, hier unten wäre das Risiko. Man müsste ungefähr also wie gesagt, noch ist, also ich handle die ersten 5 Minuten nicht und noch ist es ja auch noch nicht durch, aber Risiko wären auf der Unterseite minus 10 Punkte, Möglichkeit auf der Oberseite 18 Punkte. Ja. Macht dann auch schon mal ein ganz gutes CRV, auch wenn ich jetzt auf CRV nicht ganz so stark achte. Gut, haben noch 2 Minuten. Also man sieht auch hier, oder sehr, sehr oft, dass der Markt schnelle Richtungswechsel macht in der 5-Minuten-Kette, und das ist auch einer der Gründe, warum ich die ersten 5 Minuten nicht unbedingt handle. Wie gesagt, ich handle sie wirklich sehr, sehr selten. Da muss schon auch ein guter Grund vorliegen, dass ich das handeln kann. So, jetzt sind wir gleich am Tageshoch am Intraday-Tageshoch dran. Und hier müssen wir jetzt gucken, ob wir die Trendfortsetzung sehen. Das, was wir alles analysiert haben, trifft sogar jetzt in der ersten 5-Minuten-Kerze schon recht gut zu. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir daraus dann entsprechend nochmal Profit ziehen können. Ja, also das heißt, wir achten jetzt dann auch hier, eventuell kommt ja auf der Oberseite unser entsprechendes Fake-Ausbruch durchs Intraday-Hoch eventuell auch zum Tragen. Ja. Gut, S&P unten rechts ist ja auch der Future. S&P Future ist knapp auch vom Intraday-Hoch. Da, ja, schauen wir mal. Also es sieht trendmäßig zumindest ganz gut aus, inklusive diesen Fehlausbruch aus diesem Doppeltief. Ja, und wenn jetzt der Markt noch nach oben durchgehen würde, wäre es natürlich super schön, aber wie gesagt, ist immer noch die erste 5-Minuten-Kerze. Hier oben rechts läuft die Uhrzeit. Die Uhrzeit ist, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jo. So, jetzt läuft die Uhrzeit auf die Sekunde genau. Und ja, da geht die neue 5-Minuten-Kerze los. Also das heißt, zwei Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten haben wir am Tageshoch? Wie gesagt, ich möchte das so ein bisschen kommentieren, meine Denkweise, damit ihr ungefähr auch seht, worauf ich schaue, worauf ich denke. Meine Denkweise ist jetzt am Tageshoch. Wir können A überlegen, den direkten Ausbruch zu traden durch die 21.042, wenn er dort oben ist, also wirklich dort am Punkt klicken,
ist nicht immer gut, weil manchmal der Markt halt ja genau bis hinläuft und dann geht er wieder nach unten. Und wir können halt überlegen, dass wir, wenn der Punkt entsprechend kurz überschritten wird und sofort wieder runterfällt und wir von der Candle-Formation her den Fehlausbruch durchs Tageshoch bestätigt bekommen, dann könnten wir diesen Trade auch machen. Ja, also wie gesagt, das würde dann so aussehen, dieser Fehlausbruch durchs Tageshoch. Jetzt muss ich mal selbst nochmal meinen Link ausklicken. Also auf was ich denn da schaue. Ja, also auf das würde ich schauen. Das heißt, wir bräuchten im 5-Minuten-Chart müsste der Markt ein neues Tageshoch machen und unterhalb der 5 Minuten, also unter dem Tageshoch, dann schließen. Dann hätten wir sozusagen das perfekte Fehlausbruchssignal und das halbe, also die Alternative wäre außerhalb schließen, aber dann kein neues Hoch und dann runter. Also diese zwei Formationen sind die, die ich hauptsächlich dort handle und dort schaue. Ja? Wie gesagt, am besten abspeichern und dann hat man es. Ja, wie gesagt, nicht immer kommt so ein perfektes Signal raus, aber ab und zu. Ist auch schon ein bisschen älter, dieser Chart. Gut, auf der Unterseite, wie gesagt, auf der Unterseite schauen wir jetzt wieder am Tageshoch von gestern. Da bin ich durchaus, wie gesagt, weiterhin leicht longlastig. Falls man das Tageshoch jetzt nicht verkauft, dann schaue ich noch so. Sollten wir hier unterhalb der 21.017, also unter der 17 handeln, dann könnte man auch überlegen, vielleicht Richtung 21.000. Aber das ist halt, ich finde es immer noch gefährlich, auch wenn es aufgeht. Man muss immer sehen, es kann alles aufgehen, alles kann, nichts muss, sage ich immer. Ja, kann alles aufgehen. Was auffällt, was mir jetzt auffallen würde, wenn jetzt der Markt richtig starke Action auf der Unterseite bekommt, dann erinnert mich das an den gestrigen Handel. Der gestrige Handel war auch so, die ersten paar Minuten richtig stark nach oben und dann ab da ging es dann die zweite 5-Minuten-Kerze massivst in den Keller. Ja, war ja eine recht starke Kerze und dann hat er sich da unten ja Ewigkeiten aufgehalten und ist seitwärts gelaufen in ganz, ganz mit oder mit ganz geringer Volatilität. Frage, wie oft ich den Fehlausbruch erfolgreich trade. Also schon, ich habe da jetzt keine statistische Auswertung dazu, aber schon sehr, sehr oft erfolgreich. Ich bin ja auch nicht immer da. Ich trade ja auch nicht mehr den ganzen Tag aktiv durch. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu, weil ich mittlerweile viele andere Aufgaben habe. Aber wenn ich ihn sehe, tue ich den ganz einfach durchhandeln und es geht in sehr vielen Fällen gut. Also ich würde mal sagen, die Trefferquote liegt oberhalb von 60, weit über 60%. Also das ist natürlich auch immer phasenabhängig, ja. Also in einem starken Trend zum Beispiel sollte man sowas nicht handeln, nicht unbedingt. Aber es kann auch in einem starken Trend genau das Ende einer Bewegung sein. Also kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also die Kerzenformation, die wir jetzt hier gerade sehen, gefällt mir eigentlich nicht. Ja. Gefällt mir eigentlich nicht. Nee, der Fehlausbruch, wie gesagt, das, was ich da euch gezeigt habe von dem Link, ist wirklich zu jeder Zeit überall einsetzbar. Bezieht sich nicht nur auf das Opening, weil da gerade die Frage kam, ob sich das auch auf das Opening bezieht. Gut, so, jetzt schauen wir mal. Also diese Szenarien, die ich jetzt hier auf dem Schirm ha hatte, auch zum Traden, kommen jetzt nicht wirklich. Also ich habe ja gesagt, ich persönlich möchte nicht unbedingt hier die Short-Seite traden. Ja, in Richtung dieser der grauen Unterstützung, die ich hier eingezeichnet habe, wollte ich eigentlich eher nicht traden, aber man sieht, dass jetzt so ein bisschen der Druck reinkommt, aber ich möchte es nicht traden, weil ich einfach Respekt habe, dass eventuell die Unterstützung oder diese grauen Preisbereiche doch halten und ich am Ende keinen Gewinn realisieren kann. Und deswegen, auch wenn das dahin fällt, ist das nicht schade für mich, weil ich will es nicht handeln. Schlimmer wäre es, ich handle es einfach so. Und dann kommt eventuell noch der Fehltrade, dann würde ich mich noch umso mehr ärgern. Wie gesagt, jetzt hat der Markt die Unterseite angefixt. Er bleibt jetzt ein bisschen dort stehen. Die 5-Minuten-Kerzenkonstellation sieht jetzt überhaupt nicht schön aus. Einmal ja, 20 Punkte hoch, 20 Punkte wieder runter, ist jetzt nicht wirklich was, ja. Ob es jetzt das Ende des Aufwärtstrends ist, müssen wir mal sehen. Es ist immer so, es ist immer die Phase, die am schwersten mit zu handeln ist, immer der Wechsel zwischen Aufwärtsbewegung und also Aufwärtstrend, Abwärtstrend. Dazwischen gibt es ja immer ja, so ein Hin und Her und Trends werden unterschiedlich beendet. Wie gesagt, die Vorbörse war ja schon recht schön, aber die Amis sehen das halt manchmal ganz anders. Ja?
Das heißt, das, was in der Vorbörse auch manchmal gelaufen ist, interessiert die Amis 0, nichts. Ja, und dann machen die auf und dann machen die Aktien ihr eigenes Ding. Und ja, das sieht jetzt gerade so aus. Wir schauen jetzt mal hier ganz kurz, ob wir hier vielleicht sogar nach dem Orderflow einen Trade machen können. Schaut mal hier rechts bei 2397, seht ihr 1300 Kontrakte im Limit Sell drinne stehen. Wenn wir einen aggressiven Käufer hätten, schauen wir mal, ob wir den aggressiven Käufer hier eventuell sehen. Da ist die Order gelöscht. Sieht man in letzter Zeit auch eher selten. Gut, also der Verkäufer ist jetzt erstmal weg. Mal gucken, ob wirklich nachrangig Verkaufsdruck jetzt noch reinkommt. Bin ich mal gespannt. Und wenn nicht, könnten wir hier immer noch mal, wie gesagt, oberhalb des Tageshochs von gestern würde ich immer noch mal schauen, ob man den Long reinbekommt. Der Long ist halt nicht mehr so schön. Der Long ist dann mehr so ein Range-Trade. Und wenn jetzt der Markt doch sukzessive nach unten geht, runterpendelt, dann muss ich dann irgendwann die Long-Seite klar weglassen und sagen, gut, jetzt müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, ich möchte die Entscheidung noch nicht treffen, solange wir über der 21.010 auch sind. Darunter, wie gesagt, habe ich ja den Fall hier auf der Unterseite, da könnte man dann gucken. Wir sehen jetzt aber hier auch durchaus konstant fallende Hochs. Ja, jetzt muss man halt mal schauen, wie weit es runter geht. Was ich eigentlich auch zeigen möchte, ist auch, dass man durchaus immer mal ein bisschen geduldig sein muss, wenn man jetzt nicht die richtige Idee hat. Also auch gestern war es so, ich hatte durchaus hier und da Ansätze für einen Trade, aber so richtig das, wo ich jetzt sage, das ist jetzt mein Trade, das sieht genauso aus, wie ich das haben möchte. Das kam gestern immer nur ganz, ganz wenig unter dem Ansatz und das war halt dann auch am Ende der Grund, warum ich dann keinen Trade gemacht habe. Es gibt vielleicht andere Trader, die kommen jetzt gerade mit den 20 Punkten hoch und wieder runter und jetzt Stillstand vielleicht besser klar. Ja, und ja. Also wie gesagt, meine Idee ist immer noch, dass der Markt hier nochmal hochkommt, wenn der Druck nach unten etwas nachlässt. Und schauen wir, ja, also wie gesagt, kann ja auch nur gucken. Am Ende habe ich gewisse Regelwerke, nach denen ich mich richte und die ich auch unterrichte. Und wenn keines dieser Regelwerke zutrifft, dann mache ich keinen Trade. Aber dann ist auch für mich der Markt in einer Phase, wo ich sage, da jetzt einen Profit rauszuziehen, ist dann schon eher Glück oder Zufall. Und das sollte ja das Trading jetzt nicht sein, Glück nur aus Glück und Zufall bestehen. Ein bisschen Glück hier und da gehört immer mal dazu, ganz klar. Also auf alle Fälle gibt es ja zwei Varianten. Wenn ich mir den S&P hier anschaue, der hat nach unten relativ viel Platz. Wie es sieht aus, wenn man mal das im linken Chart dieses das anschaut, wie dieses Form ist, sieht aus wie so ein P. Ja, und bei so einem P gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wenn wir uns von diesem, von dem, ja, Haupthandelsbereich, so nennt sich das, nicht nach unten wegbewegen, dann wäre die Chance, dass wir den Trend noch bekommen, sehr gut. Handeln wir unterhalb dieses Ps, also dieser blauen Linie jetzt, dann wäre die Option, dass der Markt komplett nach unten durchfällt und dass wir hier einen Preisbereich haben, den wir nicht halten können. So, jetzt haben wir jetzt die Eindeckung so ein bisschen. Jetzt schaue ich auf die nächste 5-Minuten-Kerze und das könnte wiederum durchaus interessant werden für die Bewegung auf der Oberseite für 10 bis 15 Punkte. Wir haben im Limit Buy im Dow Future hier eine große 300-Kontrakte-Order, aber diesen Typen oder diesen Algo gibt es schon relativ lange. Der haut immer 300 Kontrakte rein und passt die ständig an. Weiß nicht, was der so vorhat. Habe ich noch, jetzt gab es noch keine eindeutige Tendenzen, wie man das Ding jetzt zu nehmen hat. Ansonsten, wie gesagt, ich warte jetzt das Ende der 5-Minuten-Kerze ab und mache dann Folgendes, kann jetzt den Trade schon vorbereiten. Würde bedeuten, wenn das jetzt das Hoch der 5-Minuten-Kerze bleibt, die 21.022, der Markt jetzt danach kein neues Tief mehr macht im Intraday-Chart, also das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze nicht mehr unterschreitet, gehe ich über dem Ausbruch über die 21.222 Long, aber nicht in der ersten Minute. Also das heißt, ab 15 Uhr 46 und eine Sekunde, ab da kann ich den Long Trade machen. Und ja, wie gesagt, Short kommt für mich jetzt nicht in Frage. Grund ist hinlängst bekannt, weil bei 21.010 ich einfach den Short Trade nicht handeln möchte. Wer hier weiterhin Short handeln möchte oder was auch immer, der kann das auch gerne tun. Wie gesagt, ist mehr so zu Demonstrationszwecken. So, jetzt erste Minute bis 15:46 Uhr. Handle ich nicht, hat einen gewissen Grund. Man kann es trotzdem handeln. Man kann auch sagen, gut, gehe ich halt in eine Teilposition rein. Nachteil ist natürlich, wenn er jetzt durchpfeift und in der ersten Minute das komplett abspult, das komplette Programm abspult, dann hätte ich ein Problem. Ja, aber gut, das ist so ein bisschen die Regel.
Grund ist der, es gibt ein Setup, was dem entgegensteht. Und da muss ich halt immer aufpassen, dass das nicht zieht, weil das Gegensetup wäre ein Short Trade und ich möchte in der ersten Minute nicht reingelockt werden in irgendeiner Falle. Es gibt auch Tage, da läuft es ab der ersten Minute komplett durch, aber hoffen wir mal, dass das jetzt nicht so ist. Gut, also erste Minute triggert das hoch dieser Umkehrkerze. Ja, und zeigt jetzt eigentlich durchaus die Tendenz, dass wir jetzt nochmal die 38 sehen. Das heißt, wir bekommen mehr und mehr eine Range und mehr Range-Trades und vielleicht keine Order im Markt. Ja. So, und jetzt schauen wir mal, wenn jetzt, falls der Markt ab jetzt nach unten geht, weil dann wäre genau das erfüllt, warum ich in der ersten Minute keinen Long-Trade nehme. Wie gesagt, es gibt bei, die Amis sind natürlich auch nicht ganz doof und es gibt sehr oft, stellt man fest, dass der Markt sehr oft, nicht immer, in der ersten Minute mal das Hoch oder das Tief einer 5-Minuten-Kerze rausnehmen, dann kommt nichts nach und dann gehen sie hier entsprechend in die Gegenrichtung wieder. Ja. Also zum Beispiel nehmen wir mal auch die letzte, die Form, die Kerze davor. Ja, der Markt fällt, gut, da ist er 3 Minuten gefallen und dann doch noch gestiegen, aber am Ende kam auf der Unterseite, nachdem der das Tief der Vorkerze gebrochen hat, nämlich hier, da unten, da kam am Ende wirklich nichts nach. Am Ende ist der Markt ja irgendwie 3 Punkte gefallen und danach ist er wieder 10 Punkte gestiegen. Das heißt, für einen Short-Trader wäre es jetzt optimaler, die Short-Seite zu suchen, sofern es runtergeht. Für mich als Long-Trader kann es sein, dass jetzt gar kein Long-Trade mehr kommt. Das heißt, ich würde jetzt da bei 21.000 und 24 die Long-Seite suchen, aber falls der Markt jetzt runterfällt, dann ist der Trade Geschichte. Ich weiß, bei so einem nervigen Markt, der nur so ein bisschen hin und her schwankt, ist das alles ein ziemliches ja, Rumgedönse, weil man hat oftmals höhere Risiken und nur ja, relativ selten die Chance auf einen richtig guten, schnellen Move. Das passiert meistens dann auch so schnell und plötzlich, dass man da kaum mit dabei ist oder es passiert aus einer Situation heraus, die auch schwer zu traden ist. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich meinen Trade reinkriege. Wie gesagt, ich werde den Trade reinnehmen, ich werde ihn trotzdem per Stop und so weiter alles handeln, aber ich werde auch schauen, dass ich es trotzdem auch so ein bisschen erkläre. Und manchmal ergibt sich eine Situation, wo ich den Trade bewusst nicht glatt stelle, aber schauen wir erstmal mal, wie der Markt, wenn er mich triggert, wie er denn läuft. So, also die Vola ist extrem gering, das Volumen ist, naja, für die Eröffnung schon wieder ziemlich unterirdisch. Also man sieht hier 5, 6 Punkte Vola im Dow Jones, das ist wie gesagt schon echt abenteuerlich und da auch richtig was rausholen zu wollen, ist relativ gering. Ich handle mit 5 CFDs. Bau auf den Trade mit 3 Positionen, also bis auf 15 CFDs, entspricht ungefähr 3 Kontrakte im Dow Future, wenn man den handeln würde. Ja, und bis jetzt muss ich sagen, ist es sehr, sehr gut gewesen, dass ich die erste 5-Minuten-Kerze, Quatsch, die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze nicht als Trigger gehandelt habe, weil ich wäre die ganze Zeit bis dato immer im Minus gewesen. Ja, weil ich wäre ja eigentlich hier oben jetzt irgendwo long. Ja, mit der ersten Minute. Und wäre jetzt immer plus, minus 0, leicht im Minus, vielleicht im Plus so. Aber ich werde jetzt Richtung, wenn jetzt der Trigger nochmal geholt wird, werde ich dann jetzt Richtung Ende der 5-Minuten-Kerze nochmal überlegen, ob man hier oben denn nochmal den Trade reingeht. Und dann wird es wichtig sein, dass die erste Minute genauso aussieht wie die Kerze hier. Ach, aber ey, alter, alter Verwalter, ey, 4 Punkte Vola, ey, die wollen einen doch wieder veräppeln heute. So macht der DAX irgendwas. Der DAX geht eher nach unten. Oh ja. Der hat zu viel Höhenluft gehabt. Aber auch ein schönes Unterstützungsniveau. So, ich bin jetzt long mit den ersten 5. So, jetzt guck mal auf die erste Minute der 5-Minuten-Kerze. Vielleicht hole ich gleich raus auf. So, jetzt ist es wichtig, dass er in der, also ich schaue jetzt so vorwiegend hier auf den 5-Minuten-Chart. Wichtig wäre jetzt, dass wir in der ersten 5-Minuten-Kerze sozusagen jetzt das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze triggern. Wenn wir das triggern, dass dann die Eindeckung ein bisschen kommt in Richtung 21.030.
Ja, und wenn das geschieht, dann könnte man hier oben versuchen, dann die Trades zu beenden. So, jetzt stehen wir genau am Trigger. Das Plus und Minus seht ihr hier genau dran am Verlauf, an der Kerze. Wichtig ist, er muss es triggern. Wenn er es nicht triggert, haben wir relativ hohes Risiko. Also Risiko hier 13 Punkte mal 10 sind 130 Euro ungefähr. Ist das Risiko. Wie gesagt, Positionsgröße muss jeder für sich selber bestimmen. Wichtig ist, wenn er das triggert, muss es schnell und knackig gehen und dann braucht man den Ausbruch. Im Idealfall bis 15:51 Uhr und dann Push up und weg und Bewegung. So, jetzt schauen wir mal, ob der Push kommt. Und wenn er jetzt nicht kommt, kann man sogar hier oben überlegen, sogar den Trade fast wieder zu beenden, weil wenn der per Du nicht durch will, dann kommt ein ganz kurzer Zucker nach oben und dann kommt eine schnelle Bewegung nach unten. Denn vielleicht kennt ihr ja den Spruch, nach falsch kommt schnell. Das heißt, wenn es oben nicht wird, kommt, dann ist das falsch und nach falsch kommt schnell, das wäre auf der Unterseite. So, jetzt achten wir mal, also wir bräuchten jetzt schon noch ein bisschen Action auf der Oberseite, aber die Vola ist echt arg gering. Also, puh. Alter Verwalter. Volumen komplett raus. Kann man maximal darauf hoffen, dass wir vielleicht um 16 Uhr vielleicht nochmal zu den Zahlen was sehen. Ich habe die Take Profits hier auf die Bewegung hin reingelegt, in der Hoffnung, dass wir dann geholt werden und ja, innerhalb der Trading Range. Also vielleicht, wenn man es hier so ein bisschen größer, mal nur den 5-Minuten-Chart sieht. Ja, also innerhalb der Trading Range, so fast auf der Mitte, lasse ich mich rausnehmen. Man kann den am Hoch, den kann ich vielleicht noch weglegen, wenn ich sehe, dass es schnell werden würde, aber tendenziell würde ich in der Range dann versuche, im oberen Drittel rauszugehen. Jetzt gucken wir mal hier, ob ein bisschen was geht. Das sieht jetzt alles sehr dramatisch aus, aber ich will euch mal zeigen, eine 10-Punkte-Bewegung ist jetzt, oder eine 20-Punkte-Bewegung ist hier schon monstermäßig auf dem Chart. So. So, also das hier sind zwei, ups, nicht ganz, 21.020, so. So, das hier sind 20 Punkte. Ja, so. Das heißt, von hier 20 Punkte müsste das Ding bis da hochsteigen. Das ist schon so. Es geht wirklich sehr, sehr langsam. Die Frage wird jetzt die sein, ob der Push kommt. Wenn er nicht, also wenn er kommt, kann man in Summe, weiß ich gar nicht, was ist denn das hier, 25 Euro und 50, 70 Euro verdienen. Wenn er nicht kommt, kriegen wir halt auch nichts. Ja. Also mir geht das jetzt schon fast zu langsam für die Bewegung hier nach oben. Also ich werde langsam gucken, ob ich den Trade so langsam beende. Also mir ist das wirklich ein bisschen sehr, sehr mager. Ich habe, und jetzt kommt hier die Entscheidung, jetzt kommt hier die persönliche Entscheidung des Traders, weil die Sache ist die, ich habe eine gewisse Visualisierung im Kopf, wie das laufen muss. Und wenn ich von Eindeckungen, von Käufen ausgehe, dann will ich eigentlich nicht so ein Gezappel sehen oder so eine Pause sehen. Ich möchte sehen, dass der Markt das kauft. So, und jetzt kommt die Überlegung als Trader für mich, an der Stelle kommt die Überlegung, sieht das immer noch so aus, als wenn die kaufen oder nicht? Also ab wann entscheide ich, dass das nicht mehr so aussieht, dass da wirklich noch jemand Interesse hat, dass das stark kauft? Natürlich, sobald es schnell nach oben wird, dann kann ich sagen, okay, da wird jetzt gerade wieder gekauft, aber es fehlen sozusagen, es fehlt Volumen so ein bisschen, es fehlt Volatilität fehlt, es fehlt die gleich laufende Richtung, also das heißt Kontinuität. Ja, wir eiern hier in der vorhergehenden 5-Minuten-Kerze rum und ich glaube, jetzt sage ich das einfach mal so, ich glaube, dass es durchaus sinnvoll wäre oder ist, wenn man den Trade einfach hier oben, wir sind immer mal bei 9 Euro hier im Plus, dass man den hier glatt stellt. So, und was man jetzt als Und was man jetzt hier als Trader machen kann, ist, also ich sage, gehe jetzt mal grob davon aus, dass das höchstwahrscheinlich jetzt, wenn man den Exit hier oben nicht nimmt, glaube ich fast, dass wenn man jetzt länger, noch etwas länger zögert, dass das Ding jetzt gleich nach unten wegrutscht. Und das ist jetzt genau die Phase, die hat mich heute zum Beispiel auch im Dings getroffen, im DAX getroffen, dass ich da dreimal die Chance hatte rauszugehen, habe das nicht gleich entschieden. Und am Ende der Phase war es dann so gewesen, ich habe dann am Ende sozusagen den Verlust reinnehmen müssen. Gut. Also sehr, 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 sehr wenig Volatilität. Also 4 Punkte, das ist wirklich schon ein Witz. Das heißt, ich werde jetzt hier mal einen Take-Profit hier hinziehen. Und wenn.
Worauf ich euch jetzt sensibilisieren möchte, ist, man wird jetzt gleich sehen, wie schnell es eventuell auf der Unterseite gehen kann, wenn man da oben den Exit, wenn das 1, 2, 3, 4 Minuten nicht kommt. Weil wie gesagt, nach falsch kommt tendenziell schnell. Und schnell wäre logischerweise auf der Unterseite. Bei der Volatilität ist das alles übertrieben, weil das sind hier nur 6 Punkte, ja, das sieht alles auch dramatisch aus. Aber es kann am Ende ein Drama werden, wenn man die Entscheidung nicht trifft oder zu spät trifft. Und das ist ja das Problem, was wirklich viele Trader haben. Ja. Also als Trader hätte man, wie gesagt, bis jetzt die Entscheidung hier treffen müssen, bei 26 raus zu sein und zu sagen, gut, dann gucke ich halt mal. Ja. So, wir sehen jetzt auch hier oben rechts, das habe ich dann auch mal mit dem Blick, seht ihr dieses Volumen, wie das hier in den Keller geht? Das Blaue ist das gehandelte Volumen. Das heißt, wir sind jetzt schon unter in der letzten Kerze. Wir haben noch nicht mal eine halbe Stunde gehandelt. Sind wir jetzt hier schon bei 700 Kontrakten oder unter 1000 Kontrakte? Das ist sogar, da wird in der Vorbörse mehr gehandelt oder teilweise hat gestern jemand gesagt, also im DAX wurde gestern zu einer ähnlichen Uhrzeit, wurde im DAX mehr Umsatz gemacht wie im Dow Future. Ja, also das ist natürlich schon absolut abenteuerlich. Und ja, das zeigt einfach auch, dass der Markt halt einfach leer ist gerade und keiner Bock hat oder keiner Interesse hat. Ja. So, ich werde jetzt den Trade halt hier von mir aus jetzt auch im Minus beenden. Also wie gesagt, das wäre jetzt so ein Demonstrationsding gewesen, wenn der jetzt so komplett nach unten weggelaufen wäre, weil dann hätte man gesehen mal, was nach falsch kommt schnell, was das bedeutet. Und ja, also ich möchte als Kurzfrist-Trader in so einer Phase eigentlich überhaupt nicht lange drinne sein, wo ich dauernd entscheiden muss, macht der Markt das noch, macht das nicht, macht das noch, macht das nicht, macht das noch, macht das nicht. Ja, dann suche ich lieber die Entscheidung und sage, okay, das ist nicht der Punkt, wo ich hin will. Weil ich als Kurzfrist-Trader, ich möchte einsteigen, meinen Gewinn machen und dann wieder raus sein. Ich möchte ja kaum oder so wenig wie möglich Risiken eigentlich eingehen. Ja. Gut, ich mache jetzt den Trade, ich habe mir jetzt einfach beendet. Der kann von mir aus jetzt die nächsten 3 Minuten auch steigen. Und Sache ist die, wir bekommen jetzt 16 Uhr einiges an Zahlen. Dadurch, dass wir so wenig Volatilität jetzt gerade im Markt hatten, kann es durchaus passieren, dass, dass um 16 Uhr wir dann Volatilität im Markt bekommen. 16 Uhr Volatilität im Markt kann natürlich absolut für unsere Position laufen, nämlich dass wir in der ersten Minute plötzlich da oben stehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir, je nachdem wie die Zahlen interpretiert werden, in einer Minute minus 15 Punkte auf die Uhr bekommen. Und das muss man dann halt überlegen. Man kann natürlich jetzt das auch so managen, vielleicht, dass es halt noch ein bisschen weniger Verlust wird. Aber ich habe jetzt in Summe 2 Punkte, 2,1 Punkte verloren. Das ist jetzt noch nicht die Welt jetzt auf die, ja. Und, aber da sieht man durchaus, dass man, oder dass man hier in den 2 Minuten hätte entscheiden sollen oder müssen, ja, dass man sagt, okay, da hätte ich genau diesen Push, diesen Move erwartet, der bis dahin nicht kam und das führt am Ende dazu, dass das bis dahin die richtige Entscheidung gewesen wäre. Ja, nur mal so gesagt. So, jetzt bekommen wir gleich die Zahlen, 16 Uhr. Wie gesagt, dadurch, dass der Markt so extrem geringe Volatilität hat, sollte man durchaus vielleicht mal zu den Zahlen, auch wenn die eigentlich überhaupt nicht interessant sind, mit durchaus einer Volatilität auf sich warten. Also, das ist schon echt der Krampf. Was da jetzt in den letzten Tagen auch rein vom Umsatz her abgeht. Also irgendwie gefühlt ist da keiner mehr am Handeln. Weiß nicht, haben sie, ob sie alle gekündigt haben, wegen schlechter Leistung, keine Ahnung, kann sie sagen. Ja. Ja. So, jetzt haben wir noch paar Sekunden, 15 Sekunden noch. Wie gesagt, die Zahlen und die Überlegung ist immer die, bleibe ich zu den Zahlen drin, ja oder nein? Ich bleibe ab und zu, also wenn es jetzt keine extrem wichtigen Zahlen sind, ist auch immer eine Frage, die mir gern gestellt wird. Ich bleibe zu Zahlen durchaus drin, wenn ich meistens im Plus bin und erwarte, dass die Zahlen jetzt keine extrem große Auswirkung haben, dann bleibe ich oftmals drin, weil es gibt mittlerweile, also ma an manchen Tagen weiß man ja schon gar nicht mehr, ob überhaupt bei den Non-Farm Payrolls, ob überhaupt da Zahlen rausgekommen sind.
Selbst bei Fed oder EZB Zinsentscheiden, also das bisschen Bewegung, da sieht man ja, es ist überhaupt nichts passiert und das haben wir jetzt auch mehr und mehr auch bei den Amis. Früher, was da immer total los war an Heckmeck und Vola, ist wie gesagt zurzeit auch relativ gestorben. Also es läuft zumindest das Szenario, dass wir jetzt hier nach oben gehen. Das läuft jetzt durch mit oder ohne Zahlen. Wie gesagt, man kann sowas halten, man muss da aber trotzdem auch aufpassen. Und ansonsten bin ich meistens, also wie gesagt, wenn ich im Gewinn jetzt wäre, dann bleibe ich manchmal drin zu den Zahlen. Ansonsten bin ich meistens zu den Zahlen draußen. Ja. Ja. So, auf der Oberseite kommt jetzt wieder in den Preisbereich rein. Wenn kein Ordermarkt ist, dann kommt hier eigentlich eher die Shortseite zum Tragen. Ich selber, alle, die in meinen Webinaren sind, wissen, ich handle das relativ ungerne. Da einen Short, warum? Wenn jetzt der Ausbruch kommt, ja, dann hänge ich mit Short hinten so. Der S&P, der macht jetzt hier doch gut Action auf der Oberseite. Wir achten jetzt aber trotzdem darauf in erster Linie. Also die zwei Möglichkeiten hatte ich hier bereits am Anfang gesagt. Heute um 15:33 Uhr. Also zwei Möglichkeiten. Man kann direkt am Hoch jetzt den Long klicken. Geht mal ein bisschen Risiko rein. Wenn es jetzt hier 2, 3 Minuten nicht durchballert, dann geht man hier auf alle Fälle Risiko ein. Ja. Oder wenn jetzt die 5-Minuten-Kerze bis 16:05 Uhr wieder nach unten absackt, dann hätten wir unseren Fake-Ausbruch durchs Intraday-Hoch, das Setup, was ich euch per Link ja geschickt habe, und dann könnte man das handeln. So, das sind die beiden Entscheidungen, die es gibt. Und als Trader, sage ich jetzt mal so, sollte man einfach schauen, welches der beiden Szenarien aufgeht. Also ich traue dem Long-Setup in Richtung dieser 21.070, was wir heute in der Analyse gemacht haben, die 21.070 ja als Ziel, da oben oder 72, traue ich durchaus dem Markt zu. Muss nur halt überlegen, wer kauft jetzt den Markt da hoch, wenn vorher schon nichts los war. Ja, dann können das nur vereinzelte Käufe in der Aktie sein und das könnte dann so ein komisches Hochgezuckel werden wie im DAX heute, was halt so anstrengend und nervig ist für uns als Kurzfrist-Trader oder für mich als Kurzfrist-Trader, dass man halt sehr lange investiert ist. So, jetzt schauen wir mal, also wir haben den Ausbruch gesehen bis jetzt und jetzt schauen wir mal, wie die 5-Minuten-Kerze endet. Sollte die 5-Minuten-Kerze unter 21.037 handeln, hätten wir die Option klassisches klassischer Fehlausbruch. Bestätigt wäre aber der Fehlausbruch erst, und das ist jetzt ein bisschen nachteilig an der Situation, wäre der eigentlich erst unterhalb der 21.029. Ich mache nochmal ganz kurz den Artikel auf. Ja, also das heißt, so wie hier, der Markt müsste hochgehen, dann darunter und dann wäre es getriggert. Ja, das heißt, wir bräuchten sozusagen hier so eine Kerze und dann wäre es getriggert. Das Problem ist jetzt aber aktuell, dass unsere Kerze von hier unten aus gestartet ist. Ja, unsere Kerze eventuell von hier unten aus gestartet ist, geht jetzt hier hoch und schließt jetzt dort. Das heißt, der theoretische Trigger wäre jetzt erst hier. Oder ich muss nochmal 5 Minuten warten, dann wäre der Trigger hier oben. Ja. Also da müssen wir nochmal gucken, welcher jetzt da zieht. Also vielleicht zieht ja auch gar keiner. Ja, bei dem hin und her kann das ja auch passieren. Im 1-Minuten-Chart wären wir jetzt schon short, dann wäre das jetzt hier geholt, ja, dann wären wir jetzt hier schon short, das wäre jetzt auf 1-Minuten-Basis, könnte man das jetzt machen. Ja, und auf 5-Minuten-Basis müsste man halt noch warten. Ja. Also bis jetzt schönes Stop-Fishing oder abholen, ja, keine Orders drin, man guckt mal und das ist ja auch das, was wir auch vorhin schon überlegt haben, dass man sagt, okay, wie sieht das aus? Also jetzt habe ich hier ein bisschen geschnattert. Also im 1-Minuten-Chart wären wir jetzt schon short bei ungefähr 38. Wir sind jetzt schon 3 Punkte vorne. Wenn er jetzt noch hier das Tief macht, dann schauen wir mal, dann werde ich ganz klassisch mal das Setup durchklickern, was ich gerade erklärt habe, also oder euch gezeigt habe. Ne? Ja, also wir achten jetzt, also wir brauchen hier ja, also das wäre jetzt genau das klasse Ding, ja. Was ich euch gerade gezeigt habe, also es hätte es durch Zufall, dass es so läuft, wie es läuft. Also über einen 1-Minuten-Chart habe ich es verschnattert, da wären wir schon short. Und jetzt müssen wir über einen 5-Minuten-Chart, das achten wir jetzt hier drauf, ich mache jetzt einfach mal den 5-Minuten-Chart, damit wir jetzt den Trade sozusagen auf 5-Minuten-Basis machen. Also wir haben jetzt den Fehlausbruch bestätigt auf Intraday-Basis. Das heißt,
Dadurch, dass der relativ lang ist im Verhältnis zur vorhergehenden Kerze, ist das Chancen-Risiko-Verhältnis leider hier in diesem Trade jetzt nicht optimal. Ich zeichne jetzt mal ein, wo dann der Trigger wäre. Also der Trigger, ich zeichne den Strich auch mal rot. Das hier, darunter, alles darunter ist Trigger für den Short. Und solange es darunter nicht geht, braucht man nicht versuchen, Short zu gehen, weil dann ist der Trigger noch nicht erfüllt. Ja, also die rote Linie hier, das ist der Trigger für den Short. Geht der Markt jetzt wieder hoch, ja, muss man raus. Wer im 1-Minuten-Chart Short ist, muss auch im Rücklauf zumachen. Also das heißt, wer jetzt hier im 1-Minuten-Chart gerade 2 Minuten Short war, sollte dann bei plus minus 0 auch wieder zumachen. Und ja, wenn der jetzt im 5-Minuten-Chart das nicht triggert, gut, dann gibt es halt keinen Trade. Dann war es halt so. Aber ist ja auch okay, ja, wenn ich ja einen Short Trade, bevor ich einen Short Trade mache, aus einfach Jux und Dallerei im 5-Minuten-Chart und denke auch, das könnte ein Fehlausbruch werden, aber am Ende ist es das gar nicht geworden, denn ja, also da muss man schon auch warten auf den Trigger. Wäre natürlich jetzt optimal, aber wie gesagt, noch ist die 5-Minuten-Kerze nicht fertig. Also wenn es jetzt nochmal runterfällt, dann achten wir einfach auf den Trigger und klicken den einfach. Ja, also, wie gesagt, nicht jeden Tag läuft das halt optimal durch, aber es gibt halt genug Tage, wo es halt passiert. Und bis jetzt ist der Trigger nicht getriggert, von daher haben wir auch keinen Short und deswegen sind wir jetzt auch nicht long. Gut, das heißt, ich beobachte das jetzt einfach und würde es einfach klicken, wenn wir da hinkommen. Ich klicke halt alles Market durch. Ja, ich klicke halt alles Market durch und dann was wollte ich gerade sagen? Ich habe gerade einen Faden verloren. Dann klicke ich. Ach so, genau. Wir haben es ja schon nach 16 Uhr. Bedeutet, nach 16 Uhr bedeutet, wir können dann langsam auch ein bisschen mit den Fragen durchgehen. Wie gesagt, es ist extrem schwer, solche Phasen zu handeln, wo überhaupt nichts los ist und nur ganz kurz abrupte Bewegungen kommen, ja. Ja, und das ist halt schon auch so. Gut, auf der Folie stand ja heute noch mit drauf. Also, das heißt, ich schaue jetzt nur ganz klassisch auf diesen Fake-Ausbruch. Das heißt, der Fake-Ausbruch wird getriggert. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wenn wir das hier mal neben das Chartbild stellen. Machen wir hier mal die Nebenschau. So, zack. So. Also. Die Kerze hier sah ja schon mal gut aus. Wir haben diese Dauer erfüllt, also mehr wie 15 Minuten zum letzten Ausbruch. Ja, also das ist erfüllt. Wir haben ein neues Tageshoch gesehen. Ja, ist erfüllt. Wir haben ein Close unter dem bisherigen Intraday-Kurs gesehen. Ja, erfüllt. Das Einzige, was wir nicht gesehen haben, ist leider der Trigger. Aber bis jetzt auch gut, weil es ging ja jetzt bis jetzt gleich nach oben. Also das heißt, der Trigger wäre dann sozusagen unter dieser Signalkerze. Und ja, der wurde halt nicht ausgeführt. Ne? Also von daher müssen wir das so akzeptieren. Ist jetzt auch nicht schlimm. Also ich finde es nicht schlimm, weil ich hab eine andere Idee und auch einen anderen Verlauf im Kopf. Und wenn der Markt halt jetzt hier das wieder steigt, dann ist halt so. Im 1-Minuten-Chart hingegen haben wir einen Aufwärtstrend immer noch. Ja? Also im 1-Minuten-Chart wiederum hätten wir jetzt einen Aufwärtstrend und könnten hier durchaus den zweiten Ausbruch durchs Tageshoch sehen, also hier drüber. Ja, das könnte jetzt hier in Amis, der Aufwärtstrend könnte jetzt hier laufen. Und da sieht man auch die Schwierigkeiten beim Trading zwischen 1-Minuten-Chart und 5-Minuten-Chart. Im 1-Minuten-Chart hatten wir ganz kurz das so ein bisschen getriggert. Im 5-Minuten-Chart haben wir es nicht getriggert. Im 1-Minuten-Chart haben wir einen Trend. Im 5-Minuten-Chart haben wir eigentlich einen Fake-Ausbruch bis jetzt noch. Ja. Also das ist schon auch so. Ne? Ist Frage, die gerade reinkommt und dann werde ich nochmal die anderen Fragen auch beantworten. Ist bei dem Fehlausbruch-Setup auch im 1-Minuten-Chart die Wartezeit 15 Minuten bis zum letzten Ausbruch eigentlich nicht so? Also im 1-Minuten-Chart kann man es durchaus ein bisschen kürzer fassen. Auch im 1-Minuten-Chart, wie gesagt, steht auch weiter unten im Text, wird man das so nicht ganz so genau haben. Man sollte verstehen, dass hinter diesem Setup ja, eine gewisse Logik steht und dass manchmal aufgrund der Kürze der Zeit der Kerze im 1-Minuten-Chart es gar nicht passieren kann, dass dieser Fehlausbruch so genau aussieht, wie ich das gerne im 5-Minuten-Chart sonst früher immer nur gehandelt habe. Also wie gesagt, man kann das auch im 1-Minuten-Chart handeln und da sollte die Dauer vielleicht auch kann ein bisschen kürzer sein. Kommt immer auch darauf an, wie der Rücksetzer ist. Die Zeitdauer habe ich nur
Die Zeitdauer habe ich nur deswegen gemacht, weil damit man jetzt nicht jede Minute denn immer nach einem neuen Fehlausbruch sucht, ja. Und in einem Trend hat man meistens auch dann mehr Abstand, ja. Also mehr, also wie gesagt, mindestens 15 Minuten darüber, ja. Es sollten jetzt aber auch nicht unbedingt 3 Stunden oder 5 Stunden oder 10 Stunden sein. Also hier, ja, also es sollte jetzt nicht sein, dass wir irgendwie um 10 haben wir einen Tageshoch und abends um 21 Uhr sagt man, oh, der hat jetzt das Tageshoch von heute bis jetzt gebrochen, jetzt haben wir einen Fehlausbruch, da fehlt irgendwo der Bezug dazu. Ja, also zieht diesen Fehlausbruch. Gut, ja, Markt kommt wieder runter, wir bekommen eventuell trotzdem noch unseren Trigger. Das heißt also, jetzt kann man schon mal rechnen. Also, wenn wir getriggert werden, müssen wir leider im 5-Minuten-Basis den Stop so hochsetzen. Der liegt bei minus 20 Punkte. Jetzt können wir ausrechnen, bei minus 20 Punkte wollen wir als Beispiel 100 Euro riskieren oder 100 Dollar. Das heißt, wir gehen hier rein, Short mit 5 CFDs, läuft der Markt bis da hoch, haben wir 100 Dollar oder 100 Euro verloren ungefähr. Über Daumen gepeilt und dann müssen wir halt überlegen, ja, Chance-Risiko-Verhältnis, also 20 Punkte plus, das heißt, da bräuchte man schon zur Eröffnung gesehen ein neues Intraday-Tief. Alternativ kann man auch sagen, gut, ich gehe davon aus, ich lasse mich da oben nicht ausstoppen, ich möchte den Trigger sehen und dann manage ich den Trade so ein bisschen weg vom Stop, ich gehe aber trotzdem nicht mehr Risiko, also mein Maximalrisiko lasse ich. Beim CRV muss man halt gucken, weil wie gesagt, die Kerze hier ist schon sehr, sehr lang und es kann halt sein, dass der Trade nicht sauber durchläuft. Ja. Gut. So, jetzt warten wir mal kurz ab, ob wir den Trigger hier sehen. Wie gesagt, der Trigger ist bei 21.029, 28, sowas in der Dreh. So, also wie gesagt, ich trigger das Ding klassisch durch, wenn es denn kommt im 1-Minuten-Chart. Ja, also hier unten, da ist es tief. Und darunter heißt es Klick. Ja, und dann gucken, was passiert. So, mal gucken, ob er da hinfällt. Und danach bin ich dann bei euch mit Fragen. So, also Concentration und dann Klick. Und wie gesagt, wir wissen das Risiko. Risiko, ja, ich zeichne das mal ein. 20,8 Punkte habe ich jetzt mal. Take Profit. Machen wir mal auch 20, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir die 20 hier eher nicht erreichen werden. Aber gut, man weiß es ja nicht. Und vielleicht bleibt er auch kurz davor stehen und geht im 1-Minuten-Trend dann wieder hier nach oben. Ja. Also. Bis jetzt sieht es so aus, als wenn hier oben der Markt so ein bisschen, ja nicht Trend, aber so ein bisschen Range hier oben macht. Aber wäre auch okay. Und jetzt kommt aber ein Aspekt dazu. Das wäre, ist vielleicht eine ganz interessante Adaption. Solange wir das Hoch vom Fake-Ausbruch nicht unterschreiten, können wir unseren Sell-Stop auch nach oben legen. Ja. Warum kein Sell-Stop ist die Frage. Ich klicke halt alles autom, also ich klicke halt alles auf Market. Ja. Genau, also das ist auch ein Hinweis. Ja. CRV ist eine rein theoretische Größe, aber ich wollte nur sagen, es macht schon Sinn, wenn rein die theoretische Größe ja vor dem Trade schon mindestens mal so aussieht, wie das mehr möglich wäre. Aber wenn man schon sieht, dass nach unten hin doch relativ nicht so viel möglich ist, ja. Ich klicke automatisch. Also ich sitze davor, also ich lasse mich nicht reinheben. Ich will das selber klicken. Selbst ist der Mann oder die Frau. Weil das Problem ist, wenn es dann schnell wird, habe ich so oder so Slippage und vielleicht komme ich ein bisschen besser rein oder ja, manchmal vielleicht auch schlechter, aber ich klicke sowas alles selber. Also ist Handarbeit. Also, der ist schon, was ist denn das für ein Markt hier? Ich will Fragen beantworten und der Markt eiert jetzt hier 14 Minuten rum und triggert hier nicht eins von beiden. Also, er geht nicht höher und nicht tiefer. Gut. Also, ich lasse das hier einfach mal so laufen und ich stelle noch einmal den Link hier rein zu dem Artikel, weil jetzt gerade nochmal Fragen kamen für die, die später gekommen sind. So. Vielleicht stelle ich es auch nochmal unter das YouTube-Video. Wird ja auch aufgezeichnet, das Ganze. So, jetzt nochmal ganz kurz zur Agenda. Ich lasse ihn nochmal ganz kurz aufploppen. Ah, ne, habe ich zugemacht.
Thema war jetzt noch Update 5, 1000, ach, 1000%, was erzähle ich? 1000%, 100% Projekt war noch ein Thema. Da wollte ich euch nochmal auf dem Laufenden halten, wie es da gerade ausschaut beim Update. Und da gehen wir jetzt mal rein. Also beim Update sieht es gerade so, beim Update, beim 100% Projekt sieht es gerade so aus, nämlich dass es nicht gut aussieht. Ich bin leider immer noch im Minus, aber ich möchte euch das auch gerne erklären, nur damit ihr wisst, warum das so ist, wie es ist. Also, ich bin weit weg von meiner Benchmark. Das hat aber einen gewissen Grund. Es ist auch nicht der Grund, dass ich jetzt hier drauf schaue, dass ich hier große Gewinne, Verluste mache. Es geht mir in allererster Linie darum, ich habe gemerkt, also die Phase A ist recht schwierig zu treten, weil, gut, das hätte ich jetzt auch ein bisschen unterschätzt, dass der Markt halt sich mal so komisch bewegt. Dann habe ich halt diese ein, zwei Tage große Verlusttrades und ich habe das auch im letzten Mal schon gesagt, dass ich runtergehen muss von der Positionsgröße, weil, nur als Beispiel, wir nutzen das mal hier zum Zeichnen, dann sehen wir das gleich nochmal. So, ich zeichne mal hier dann so ein bisschen. Oder wir machen es so, wir brauchen ja nur den 5-Minuten-Chart hier noch. So, das ist unser Trigger. Ich rutsch mal, ich passe mal den Cells. Der Trigger hier wird übrigens jetzt angepasst. Solange wir das Hoch hier oben nicht überschreiten, wird der Cell-Stop-Trigger angepasst. Bin ja echt gespannt, was da passiert. So, das hier brauchen wir auch nicht. Wir brauchen jetzt nur noch den Candle-Chart. So. Nur wenn er da unten ist, dass ich dann klicke. Ja, so. Genau. Da muss schnell rüber switchen. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau. Ich habe ja Verlust gemacht. Habe am Anfang so ein bisschen übertrieben. Das heißt, ich hatte in Summe grob, das waren minus 200 Punkte. So, minus 200 Punkte. Ich mache es jetzt mal rund, gleich minus 1000 Euro. So. Problem ist, wenn ich jetzt Trefferquote hier waren, Trefferquote 35%. So. Also minus 200 Punkte versemmelt, relativ kurzer Zeit. Problem ist, wenn ich jetzt mit der Trefferquote weiter handle im Skype Trading, ist das für mich tödlich. Das heißt, es wäre ein bisschen hochgegangen, dann kommt wieder ein Abverkauf, dann kommt nochmal Abverkauf so. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mit der Positionsgröße hier, nämlich mit 5 CFDs pro Position, bis zu 20, 30 CFDs hatte ich da mal geladen, wenn ich da weiter handle, ist hier unten bei minus 5000, ist ja Ende. Bei minus 5000 war Ende. So. Jetzt nun die Überlegung, wie kann man, wenn man jetzt nicht gut ist, dann diesen Verlauf versuchen zu unterbinden? Den Verlauf kann man versuchen zu unterbinden, indem man erstens von 5 auf 1 CFD runtergeht. Das heißt, bedeutet dann minus 100 Punkte, minus 100 Punkte, entsprechend nur noch minus 100 Euro. Ja. Oder Quatsch, wenn wir jetzt hier waren, bei minus 200 Punkte, so machen wir es so, minus 200 Punkte, entsprechen dann nur noch minus 200 Euro. So, ja, so 200 Euro. Das heißt, ich flache rein vom Verlauf her die Kurve, die vielleicht so ausgesehen hätte, flache ich halt ab aufgrund dessen, weil ich hier im Depot runtergehe auf entsprechend ja, ein CFD. Ja. Wenn ich jetzt schlecht bin, ein CFD. Ja, wenn ich schlecht bin, verlangsame ich sozusagen den verlangsame ich sozusagen den Drawdown. Ziel war es für mich, so langsam nur rein von der Punktgröße in Punkte zu kommen, dass es rein punkttechnisch so aussieht. So, punkttechnisch sieht das jetzt auch bei mir so aus. Ja, so. Punkttechnisch sieht das jetzt so aus, aber natürlich in Euro, weil ich immer nur mit ein oder zwei CFDs handle, sieht das natürlich rein Punkt, sei rein Euro betragsmäßig jetzt nicht toll aus. Das heißt, zu meinem großen Verlust sieht es immer noch so aus. Ja. So, schauen wir uns mal an, das Ganze. Wie gesagt, ich bin ja da auch keiner, der jetzt irgendwie sagt, ja, ist alles nicht so schlimm, aber. Also das heißt, ihr seht hier den starken Einbruch und ihr seht sozusagen das Ganze, wie sich das jetzt hier so minimal erholt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn man jetzt nur die Punkte sehen würde. Nur die Punkte habe ich jetzt hier mal heute auch vorbereitet. Das ist jetzt die reine Punktentwicklung. Und von der Punktentwicklung her brauche ich im Schnitt ungefähr 15 Punkte, also mein Ziel war 15 Punkte pro Webinar zu bekommen. Das ist jetzt aktuell auch relativ schwer. Aber man sieht zumindest jetzt rein punktetechnisch so einen Aufwärtstrend. Das ist alles noch nicht so ganz so schön, wie ich das hätte. Also hier zum Beispiel jetzt hier dieser Drawdown, der nervt mich ja auch ungemein halt an. Also diese Phase hier, ja, die ist schon nicht so schön.
weil auch da ja so viele Fehltrades eingefangen in Folge, das war schon echt wieder krass. Aber tendenziell geht's mal grob gesehen in die richtige Richtung. Ja, so. Problem ist halt einfach, dass diese Drawdowns hier mit einem CFD alles human sind. Also mit einem CFD ist der Drawdown hier ja, 150 Euro. Ja, mit 5 CFDs sind es dann halt mal 5. 5 mal 5 sind 25, wären es minus 750 Euro. Und minus 750 Euro in dem Account tut dann schon wieder weh. Zumindest jetzt, wo der Stand der Dinge ist. Und ich werde die Stückzahlen erst dann erhöhen, wenn ich wirklich für mich sehe, dass die Drawdowns, die ich intraday fahre, klein sind. Also ich brauche einfach, und da muss ich halt hinkommen oder versuchen hinzukommen, dass wenn ich den Tag anfange, das ist der Start eines Tages, dass ich ab dem Start sozusagen kleiner Gewinn, kleiner Gewinn, kleiner Gewinn, kleiner Gewinn, plus 20 Punkte und fertig. Ja, Feierabend. So, das mal mit 5 CFDs macht am Ende 100 Euro und dann kann ich einpacken. Und dann bin ich wieder im Schnitt. Mein Ziel war und ist sozusagen in die Region zu kommen. Pro Monat war eigentlich plus 200 Punkte, weil plus 200 Punkte, plus 200 Punkte mal 5 CFDs entspricht ca. 1000 Euro im Monat für das Account. 1000 Euro sind 10% mal 10 Monate entspricht genau 10.000 Euro. So, das war so ein bisschen die Rechnung, ja, dahinter. Ja. Gut, also damit habt ihr da mal ein Update, wie es da ausschaut. Also ich werde das Projekt so weiterverfolgen. Es wird aber eventuell in dem Projekt Änderungen geben, wenn ich merke. So, jetzt müssen wir, jetzt haben wir hier verpasst. Also hier oben wäre jetzt unser Short-Trigger. Vielleicht kriegen wir den nochmal. 37, 37. Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt mal hier nochmal klicken. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz lahme Geschichte. So. Guck mal auf der 37. 37 klicke ich. 37. So. Also ich habe jetzt den Short drinne. Wir sind jetzt getriggert. Warum sind wir getriggert? Der Fake-Ausbruch hat immer noch Bestand, denn wir haben kein neues Tageshoch gesehen. Wir sind immer noch hier unter dem Hoch drunter. Das heißt, unser Stop wurde jetzt geringer. Also der Stop liegt jetzt trotzdem da oben. Bedeutet für uns Risiko in dem Trade jetzt nur noch 60 Euro. Gewinnziel, schauen wir mal. So. Also Fake-Ausbruch ist immer noch interessant. Der Sell Stop ist sozusagen hochgewandert. Ja? Weil wir haben ja immer noch kein neues Hoch gesehen. Ja? Erinnert euch nochmal, ich sage euch nochmal hier kurz dieses Regelwerk. Ja, das so. Sieht ja jetzt ganz gut aus. Na, bitte. So. Also es sind nur 3 Punkte bis jetzt. Das war der Original da unten. Mal sehen, ob es noch kommt. So, ich gebe euch jetzt nochmal ganz kurz das Regelwerk hier zur Hand. Und in dem Regelwerk steht ja drinnen. Die Variante, die Alternative, seht ihr das hier? Die Alternative, er macht kein neues Hoch. Und bis jetzt haben wir nach dem Ausbruch, also nach dem Fehlausbruch, kein neues Hoch gesehen. Und deswegen wandert der Sell Stop immer nach oben. Ja? Und deswegen ist der Stop jetzt genau hier. Ja? Also genau da oben jetzt gewesen, da. Und den habe ich jetzt genommen. Ja, und jetzt schauen wir mal, was hier geht nach unten. Also wir haben zumindest genau den richtigen Punkt getroffen. Also so sollte ja einen, Short, also einen Skype-Trade aussehen, einsteigen und gewinnen und jetzt über die Höhe des Gewinns entscheiden. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob da noch ein bisschen was nachkommt. Ansonsten ist hier unten durchaus die Option gegeben. 6 Punkte ist schon eine Menge Holz. Warum 6 Punkte? Wir gucken mal. Pass auf. So. Ihr seht hier unten eine ATR laufen. Die ATR, ich erzähle jetzt mal ein bisschen, die ATR steht bei 3 bei 10 Punkte. Das heißt, wenn ich hier 4 bis 6 Punkte vorne bin, habe ich fast alles verdient, was die Schwankungsbreite im Durchschnitt der letzten 3 5-Minuten-Kerzen beträgt. Das heißt, wenn ich schaffe, 10 Punkte zu erreichen, bin ich der Held. Wenn ich erreiche, 6 Punkte zu traden, habe ich 2/3 der ATR ganz grob verdient. Also, und da, das heißt, ich kann jetzt schon den Trade beenden. Das wäre rein ATR-technisch gesehen. Also das, was der Markt schwankt, wäre das genau das, was mir der Markt halt gibt. Ja. So, jetzt gab es sicherlich noch bestimmt paar
noch ein paar Fragen bestimmt zu meinem Projekt. Wir gucken jetzt aber trotzdem mal kurz nach dem, wie gesagt, das Setup, der Stop-Loss ist gesetzt. Im 5-Minuten-Chart wäre es jetzt wichtig, dass der Markt nicht mehr so stark hochkommt. Und jetzt müssten wir mal gucken, dass wir da nach unten durch pfeifen. Ja? Und wenn da jetzt der Druck reinkommt, also bei 10 Punkten würde ich auf alle Fälle mal einen Teilverkauf machen und beim Rest würde ich halt mal gucken, was passiert. So, das kann man bei JFD recht gut machen. Teilschluss eingeben. 2,5 und dann kann man dann auf Schließen nachher klicken und dann passt das. Gut. So, so, warte mal. Position schließen. So, jetzt haben wir einen Teil geschlossen mit plus 12 Punkte. Nein! Habe ich jetzt verkehrt gedrückt? Habe ich verkehrt gedrückt, gell? Ich habe auf Position schließen gemacht und nicht auf Teilposition schließen. Ja, so kommt es mal auf der linken Seite im Chat schaut. So, wartet, ich gehe mal hier. Wir, 2 Punkte. So, also ich bin noch mal rein, das bin jetzt gedanklich einfach noch mal eingestiegen. Also, ich bin mit der Gesamtposition raus. Ich wollte eigentlich nur einen Teilverkauf machen. So, jetzt habe ich einfach die Position noch mal dort eröffnet, wo ich sie geschlossen habe. Also ich habe gerade nach links geschaut und nach rechts geklickt und gefühlt habe ich, ich habe es jetzt gerade gar nicht gesehen, aber ich habe bei Position schließen, warte, ich zeige euch das noch mal, wenn man jetzt hier auf Teilschluss macht, muss man hier bei Schließen klicken und ich habe da oben auf Position schließen aus dem Reflex heraus da oben geklickt, wo es rot ist. Aber gut. So, also das heißt, ich habe jetzt einfach nochmal 2,5 reingenommen, einen halben Punkt tiefer und die manage ich jetzt so gedanklich, so wie als wäre ich da oben eingestiegen. Macht ja am Ende genau das Gleiche. So. Das heißt also, unser Setup-Fehlausbruch läuft noch. Perfekt wäre, wenn es noch bis hier runterläuft, also kurz durchs Intraday-Tief hier unten durch. Das wäre natürlich perfekt und dann hätte man einen richtig guten Trade. Also das heißt, das, was ich euch heute zeigen wollte mit dem Fehlausbruch, hätten wir super live umgesetzt. Da sieht man auch, dass das durchaus hier und da Hand und Fuß hat. Es läuft halt, wie gesagt, nicht immer gut, es läuft nicht immer perfekt, es gibt immer auch Adaptionen davon. Aber ich denke, man sieht einfach, dass es ja, dass man jetzt eigentlich mit dem Warten darauf durchaus einen recht guten Trade gehabt haben. Also rein von der Dauer 12 Punkte in 3 Minuten. Hallo? Ja, und ja. Genau, also ich bin jetzt auf den Button gekommen, alles schließen. Also ich bin hier wirklich bei Teilschluss, hätte ich hier bei Schließen gehen müssen. Und ich bin auf Position schließen. Das war so ein bisschen jetzt der Fehler. Vielleicht sollte man das nochmal abändern, ja, dass man hier oben eigentlich klickt. Nicht Position schließen, sondern hier Teilposition schließen. So, wenn das da oben stehen würde, ja, diese Order schließen oder hier. So gut. Also wenn wir jetzt Verlust machen, machen wir ja nicht wirklich Verlust. Wir machen nur weniger Gewinn, weil das wäre jetzt hier unten, hätte ich jetzt mit 12 Punkten 2,5 verkauft. Den Rest würde ich jetzt verkaufen mit plus 1. So, wenn die 5-Minuten-Kerze jetzt fertig wäre. Und dann wäre das sozusagen, wäre halt am Ende nur 25 € rumgekommen oder 27 €. Und wenn das jetzt der Verlust wäre, ist das genau das gleiche Ergebnis. So, bei allen Gebühren Respekt, klar, diskretionär, Trading ist diskretionär. Nach Ihren 15 Jahren Trading-Erfahrung ist das doch ein bisschen mau, zumal ja die erste Regel überhaupt lautet, völlig egal, was ich verdiene, das Wichtigste ist, wie viel ich nicht verliere, aber muss man sich vorher überlegen, Herr Behrendt, das muss besser werden. Ja, also wie gesagt, ich kann die Kritik verstehen, ist ganz klar. Ich muss aber auch sagen, es ist natürlich, davor hatte ich halt auch einen super Lauf. Da lag mir der Markt extrem gut und jetzt bei der Phase ist natürlich so, dass auch jeder Punkt, den ich verkehrt entscheide, führt oftmals gleich zum entsprechenden ja, dazu, dass ich nicht nochmal besser rauskomme. Und das ist halt schon ein bisschen nervig. Und aber gut, das ist halt der Markt. Ja, ich ho hoffe jetzt mal, dass der Markt noch ein bisschen besser läuft und ganz klar, ich setze mich auch der Kritik aus. Ich meine, habe das ja auch ja, ich stehe auch dazu. Was soll ich da jetzt lang rumlamentieren? Wie gesagt, ich habe es überpaced, weil ich halt gewisse, ja, vielleicht war ich auch übermotiviert. Ja, ist manchmal so wie ein Sportler, der ewig an der Seitenlinie stand und dann kommt er rein ins Spiel und dann übertreibt das halt. So ist es mir halt ergangen. Wichtig aber ist, dass, glaube ich, man einfach auch merkt, und das ist das, was viele anfängliche Trader oder viele Trader nicht können, dass sie nämlich
danach das Risiko weiter hochfahren und nicht gucken, warum es nicht läuft. Ja, und mein Fehler war, warum es nicht gelaufen ist. Ja, warum es nicht gelaufen ist, war einfach, ich habe auch eine viel zu schlechte Trefferquote gehabt. Also, wie gesagt, ich habe in den 3 Tagen 37% Trefferquote mit vollem Risiko. Das geht nur nach hinten los. Das ist durchaus ganz klar. Ja. Und ja, dafür wurde ich gleich bestraft. Deswegen habe ich erstmal die Handbremse reingezogen, stabilisiert. Klar, in der Nachbetrachtung sind wir ja alle schlauer, ist genauso wie an der Börse. In der Nachbetrachtung wissen wir immer alle, wie es gelaufen ist. Ich hätte mir einen besseren Start vorgestellt und habe es mir auch gedanklich alles so vorgestellt, wesentlich besser vorgestellt. Realität hat mich auf den Boden geholt. Ja, und wichtig ist jetzt sozusagen von dort aus aufzubauen. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ja. Ja, und wie gesagt, man muss auch da noch mal sehen, wie gesagt, schreibt doch gerade jemanden, dass man das natürlich, ich trade ja nicht den ganzen Tag. Ich habe ja noch dazu jetzt die Regel ja auferlegt, dass ich nicht außerhalb des Webinars trade. Das ist auch noch ein Faktor, den habe ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Denn wie gesagt, manchmal ist halt so, abends 17 Uhr kommt dann eine tolle Bewegung und dann sitzt man da, gut, was machst du nun? Kannst ja nicht traden. Manchmal habe ich es jetzt schon getradet, dann mit 0,1 CFD, nur um zu sehen, dass man da Punkte auch machen kann, aber oder habe es mal mit 1 CFD getradet, dass da mal 10 Euro mehr im Account sind. Aber jetzt da irgendwie mal 100 Euro rauszuziehen, das geht halt denn nicht. Und hinzu kommt auch heute zum Beispiel, ich kann euch mal den heutigen Tag zeigen. Der heutige Tag ist so ein Paradebeispiel. Ich werte, wie gesagt, das auch weiterhin aus. Also wer auf dem Stand bleiben möchte, der aktuelle Stand steht jetzt nicht da, aber die Trades werden weiter ausgewertet. Und zwar hier meine Punkte heute. Und heute ist so ein Paradebeispiel. Es soll keine Ausrede sein, um Gottes Willen. Aber was auf alle Fälle heute auch mal wieder der Fall war, ist, ich war heute hier long positioniert in Trendrichtung und habe hier gesagt, da wo ich gerade mit dem Stift kreisel, da habe ich gesagt, jetzt muss ich den Trade beenden. So, da habe ich noch eine Minute überlegt, dann kommt der Markt so langsam Richtung Entry wieder und dann hat man im Webinar heute auch gemerkt, dann fange ich wieder das Stottern an, weil es wieder nicht so läuft, dann habe ich sozusagen mit Reden durchaus einen Stress, weil ich ja rede, denken und traden alles gleichzeitig. Hier unten gab es dann nochmal die Option, dass der Markt vielleicht hier so eine Art Doppeltief halt macht. Also wir waren dort an dem 8 Uhr Niveau oder so. Nee, nicht ganz 8 Uhr, dort ein Doppeltief macht. Hab hier noch eine dritte Position rein. Wir waren bei minus 18 Euro. Ja, am Ende kam nach der 1 Minute Anziehen nichts nach. Ich habe dann den Trade ja eigentlich schon mehr auch beendet, weil ich dann wusste, wenn da nach oben jetzt nichts geht, dann müsste es nochmal in Richtung des 8 Uhr Tief des unteren grauen Preisbereichs gehen. Und ja, da war es halt so, dass der Markt sich relativ langsam nach oben geschlängelt hat. Ja. Und solche langsam, diese Entscheidungen, wo ich zu Hause vielleicht privat einfach aussteige oder konsequenter bin, also es gibt halt auch, oder der Markt gibt mir einfach nicht die Chance, dass ich nochmal gut rauskomme. Und das ist halt so ein bisschen nervig. Manchmal gibt es ja immer so Tage, wenn man die erste Chance nicht genutzt hat, dann wird man halt in der zweiten, kommt man da halt auch noch mal gut raus, ja. Und ja, so jetzt müsste der Markt hier noch ein bisschen Druck auf der Unterseite machen, dann wäre es eigentlich ganz cool. Dann könnte man hier wirklich versuchen, durch das Intraday-Tief zu kommen. Das wäre natürlich echt tipptopp für die heutige Wohler noch. Ja. Ja. Bei so einem Webinar lernt man mehr als bei vollen Webinar, war alles ideal, läuft. Ja, das ist doch schön. Ja, also wie gesagt, ich bin in der, oder meine ganzen Webinare, meine Seminare, mein Trading ist alles Praxis, das ist kein Blabla, weil ich glaube, viele da draußen erzählen viel Blabla und können es aber auch live nicht umsetzen. Live was umzusetzen, das ist wirklich, ich habe mir das jahrelang antrainiert und ich habe jetzt so nach 5, 6 Jahren, wo ich jetzt wirklich auch Live-Trading mache, gesagt, okay, jetzt kann man auch mal ein großes Projekt wirklich live starten. Aber es, ja, es ist auf alle Fälle noch schwerer, wie ich dachte. Zumal wenn der Markt jetzt auch von der Vola, vom Volumen halt auch, ja, bei sowas, da kriegt man doch Schwämmchen. Und aber trotzdem, ich bleibe am Ziel. Eventuell wird es eine Regeländerung geben, wenn ich bis zum Juli,
Also wir haben ja bis zum 28. Dezember ja noch Zeit. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal noch eine schöne Wohlerphase, wir wissen es ja alle nicht. Aber wenn bis nach meinem Urlaub, grob gesehen, sich in dem Account nicht wirklich was getan hat, dann werde ich noch privat mit eingreifen müssen. Weil ich möchte, das Geld wird ja gespendet, der Gewinn wird ja gespendet. Und ich möchte da nicht irgendwie, dass ich da 20 € spende. Ja. Das entbehrt den Aufwand. Aber wichtig ist, wo ich nochmal hin möchte, ist, wichtig war, so jetzt haben wir hier gerade ein Box-Setup, wollte ich gerade noch sagen. Wichtig war oder ist, dass man einfach merkt, und ich glaube, das ist das, was auch ganz viele Trader, die den Service auch aufgrund dessen gebucht haben, gesagt haben, genau das ist das, was mir gefehlt hat, nämlich, auch ich als der so lange schon Trader, die Handbremse reinzuhauen und zu sagen, stopp erstmal. Das muss ganz anders laufen. Und jetzt zu sagen, gut, wir bauen das auf, wir haben jetzt langsam eine Stabilität drinne. Wie gesagt, ich mache hier meine Auswertungen. So, das heißt, ich sehe dann hier zum Beispiel, wir haben jetzt diesen Monat schon 63 Punkte verdient. 63 Punkte, ich multipliziere das gedanklich immer mit, ich multipliziere das gedanklich immer mit 5 CFDs, weil das ist meine normale Positionsgröße, die ich auch privat ganz gerne trade. Das heißt, bei 63 Punkten, wir haben jetzt heute auch nur 11 Punkte verdient, es hätten eigentlich über 20 sein müssen. Ja? Zweimal nicht gut entschieden und schon sind es anstatt 30 Punkte nur 20, nur 11. Aber wir haben jetzt 63 Punkte, 63 Punkte mal 5 kann ja jeder sich ausrechnen, sind halt 315 Euro bei 5 CFDs. Ja? Und da hapert es halt noch ein bisschen, dass ich da einfach, ich habe noch nicht diese Konstanz da drin. Ja, gestern hier 1,5 Punkte, ja, das war das Trading gestern. Das ist dann schon eher, ja, ist halt sinnbefreit, ja. Gehen wir mal kurz hier in den Members-Bereich. Wie gesagt, da stehen ja alle Trades drin. Das Projekt endet am 28.12. Ja, gestern hier 2,10 € verdient. Was willst du machen, ja? Ein Trade verpasst. Einer läuft nicht durch, bei dem anderen überlegt, ein paar Punkte mehr zu kriegen. Am Ende bleibt 2 Punkte. Okay. Gut. Bitte jetzt noch Fragen stellen, wenn ihr gerne noch Fragen haben oder gerne noch stellen möchtet, dann immer raus damit. Wie gesagt, wir stehen jetzt, wir sind immer noch, also um es zu Ende zu bringen, wir sind immer noch bei 1000 Euro im Minus. Ich habe den Fall blockiert. Wir haben rein von Rot und Grün. Bin ich zumindest rein tagetechnisch in einer guten Range. Die Verlusttage sind noch etwas zu hoch, aber der Verlust von minus 61 Euro ist mit dem plus 80 Euro gesettelt. Wir bräuchten jetzt nochmal einen Tag mit über 140 Euro. Das ist auch schon mal gut. Dann bräuchten wir als nächstes Ziel wäre mal einen Tag mit über 300 Euro. Ja, und ob ich es noch hinkriege, einen Tag mit über 1000 Euro zu verdienen, da muss schon wirklich viel zusammenlaufen aktuell. Ja. Ja. Aber rein jetzt von Rot und Grün im Verhältnis sieht es jetzt ganz gut aus. Also von, wie gesagt, die meisten Tage sind jetzt immer dann schief gelaufen, sobald ich die Position erhöht habe. So, ich sage es euch kurz. Wir sind sozusagen von 25 Tagen sind jetzt am Ende 1, 2, 3, 4, 5 Verlusttage. Also das ist jetzt eine ganz, das ist schon mal eine ganz gute Tendenz. Ich baue das weiter auf und ich werde das weiter verfolgen. Und wie gesagt, wenn der Markt denn besser läuft und ich mehr und mehr gutes Gefühl bekomme, werden die Stückzahlen erhöht. Und wenn sich die Stückzahlen erhöhen, dann erhöht sich dann auch der Eurobetrag. Das heißt, bei gleichbleibenden Punkten sieht man auch mehr am Konto. Ja. So, gut, ganz am, also Fragen, die ganz am Anfang auch gepostet wurden, bitte nochmal dann reinstellen. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal die Fragen durch. Wir haben noch 20 Minuten. Ich mache jetzt ein bisschen Banane. Ich lasse das Ding jetzt, ich stelle das hier einfach mal glatt. Ja, weil ich es halt glatt stelle. So. Also hat jetzt keine Bewandtnis für den Trade. Wir haben jetzt das Box-Setup. Beim Box-Setup müsste eigentlich der Markt über das Hoch gehen und ein Stück steigen noch, aber gut. So, ich will jetzt in Ruhe Fragen beantworten. Und das werden wir jetzt mal machen. So. Also, gehen wir mal los. Ich mache mal wie folgt, damit man das im Video auch sieht. Kopiere ich einfach mal die Fragen hier rein.
Und dann seht ihr nämlich, wenn ihr nachher das Video seht, wenn das vorne ist, dann könnt ihr einfach auch sehen, oh, da ist meine Frage oder hier ist eine Frage und das ist interessant, das höre ich mir an und ja. So. So, da kann ich das auch gleich als Zeichentool hier so ein bisschen nutzen. Also. Heiko, du bist auf einem guten Weg. Dein Drawdown und schwache Phase gehören zum Geschäft. Wenn wir dies gemäß gutem Money Management überstehen, geht es bald wieder aufwärts. Ja, denke ich auch so. So, so eine Frage hier. So, da kommt die Frage. Ich kopiere es hier rein. Steuerung C, Steuerung V. Zack. Ich hatte vorher eine Frage bezüglich des Verfallsdatums gestellt. Warum sollten die 13.000 vielleicht angelaufen werden und warum nicht die 11.000 bis Juni? Dieselbe offene Kontraktzahl. Es geht bei dem Verfallsdiagramm, ganz kurz gehen wir mal da rein. Bei dem Verfallsdiagramm, es geht nicht darum, es geht darum, jetzt muss ich erstmal selber gucken, nicht, dass ich das jetzt hier irgendeinem Schmarrn erzähle. So, also bei 13.000 haben wir, es geht immer hier um die Überhänge, wir haben hier bei 13.000 keinerlei Put-Optionen dagegen, das heißt, wir haben nur offene Calls. Und bei 11.000, ja, 11.000, wo ist denn 11.000? 11.000 ist ja extrem weit weg. Da haben wir jetzt nur offene Puts, aber bis dahin sieht man ja, ist ja, müsste ja sehr viel passieren bei den ganzen Optionspositionen. Das heißt, was man jetzt daraus ablesen kann, ist, sobald Käufe im Markt reinkommen, also wir müssen mal unterstellen, wenn im Markt gekauft wird, dann werden wir immer solche Bewegungen nach oben sehen, weil die Optionsseite, also ich schreibe mal hier Optionsseite, die gleich FDAX Long. So. Das heißt, die tritt als Käufer auf. Damit der Markt wirklich nach unten fällt, müssten wir jetzt in der Kasse nach oben gehen. Quatsch, in der Kasse müssen wir nach oben gehen und dann, wenn die Kasse steigt, Mensch, dann wird die Optionsseite mitkaufen. Wo, die Sache ist die, die 13.000 müssen gar nicht erreicht werden. Für die Optionsseite ist es sogar schöner, wenn wir unter 13.000 bleiben. Weil dann würden die offenen Kontrakte verfallen und dann wäre alles gut. Also eigentlich muss man sagen, wäre es besser, wenn wir unter 13.000 bleiben. Das wäre für die Optionsseite ein bisschen angenehmer. Ist jetzt aber auch nicht wirklich wichtig, wäre aber ein bisschen angenehmer. Und von daher muss es nicht zwingend Richtung 13.000 gehen. Also das ist kein Muss, das ist eine Fehlinterpretation, die da draußen oftmals rumschwört. Auch die 11.000 sind jetzt auch kein Muss nach unten hin, da müsste schon viel passieren. Da wird es sich so viel ändern in diesen Optionsportfolios, dass wir das jetzt nicht als irgendwie daraus was lesen sollten, ein Kursziel. Also man sollte versuchen, dieses Verfallsdiagramm anders zu lesen, nämlich als Diagramm, wie sieht das Buch, also wie sieht die Positionierung der Seite aus und was bedeutet das für das Handeln? Man sollte hieraus keine Kursziele ableiten. Ja, das ist vielleicht wichtig. Also keine Kursziele ableiten, sondern mehr oder weniger versuchen, das Ganze als Positionierung zu sehen. Also wie wenn ich bei euch ins Depot gucken würde und ich würde jetzt sehen, ihr habt jetzt bei 13.000 diese Calls geschrieben, ihr habt so und so viel Puts im Depot. Ja, also das heißt, das ist das, wie man es hier interpretieren sollte. Vielleicht so ist es ein bisschen besser. Was ist deine Hauptstrategie? Also meine Hauptstrategie ist eigentlich, und das ist auch das, was ich in meinem Coaching oder in meinen ganzen Coachings auch immer schule, meine Hauptstrategie eigentlich ist oder vom Ansatz her ist, dass wir als allererstes uns anschauen, was haben wir für Akteure im Markt? Für Akteure im Markt. Dann als nächstes, wie sehen deren Spuren aus? Und dann versuchen wir daraus das Setup zu traden. Also Akteur, Spur und dann das Setup. Das heißt, in so einer Seitwärtsphase versuche ich oben unten seitwärts zu handeln. In einem Trend versuche ich die Trend zu handeln. In einem Trend, der schwach läuft, versuche ich die Fakes zu handeln. Wenn ich zum Beispiel hier im Level 2 eine große Order habe, versuche ich vielleicht von der Order einen Short wegzuhandeln. Ja, und da gibt es halt hunderttausende möglicherweise Strategien, die man dort anwenden kann. Und eigentlich versuche ich sozusagen den Akteur, also die Marktteilnehmer zu finden, die im Markt sind und denen zu folgen. So kann man es vielleicht ganz grob zusammenfassen. Also es gibt kein Setup, also es gibt jetzt nicht kein Setup, dass ich jetzt sage, ich trade immer nur Einstiege im Trend.
Ich trade immer nur Fehlausbrüche. Also ich trade immer das, was der Markt mir versucht herzugeben. Also das heißt, was mir ja, die Marktstruktur, MS, die Marktstruktur hergibt, das versuche ich hier zu lesen und danach mich zu richten und das zu handeln. Weil das ist der einzige Grund, warum ich auch die Aussage treffen kann, warum ich die Aussage treffen kann, dass ich sagen kann, ich kann fast immer Geld verdienen. Ja, also unter gewissen Marktbedingungen kann ich eigentlich fast immer Geld verdienen, weil ich keine, also ich habe Setups, also Vorgehensweisen, und ich habe aber für jede Marktphase entsprechende Vorgehensweisen. Die jetzt hier alle so durchzu experimentieren, wäre jetzt ein bisschen viel. Aber es gibt ja dazu auch ein gutes Video bei YouTube. Ich weiß nicht, vielleicht hat ja jemand gerade den Link zur Hand. Bei YouTube habe ich einen Channel. Und da gibt es ein Video, die Setups eines Skype-Traders. Da sind alle Setups werden da durchgehandelt. Ich gehe mal auf meinen Kanal. Und da gehen wir mal auf Setup, suchen wir mal. Guten Morgen, DAX Index, Skype Trading. Da. IB-Date, der Tag eines Skype-Traders, nee. Die Faszination, ein Münz. Ah doch. Nee, wo ist denn das andere? Also es gibt hier auf alle Fälle noch ein Video, da ist. Dachte, es kommt jetzt hier irgendwo gleich. Warte, wir geben anders ein, wir geben IB Days ein, weil da gibt es nur IB Days. So. Warte, dann gebe ich euch das Video und da könnt ihr euch das anschauen. Der Tag, was ist Skype? Bin ich doof? Habe ich gerade eine Blockade oder ist doch das? Dann ist es das. Gut, dann ist es das. Ich gebe euch mal das Video. Ich glaube, das ist es. Kopieren. So, wartet mal. So, und da kopieren wir das mal kurz rein. So, dann, was war noch? Heiko, gibt es eine Möglichkeit, einen Fake per Pending Order? Halt nicht. YouTube. Das tue ich nicht. Per Pending Order zu handeln. Also Pending Orders sind ja sogenannte ja, vorgefertigte Orders. Also das heißt, man muss natürlich erstmal den Fake sehen und dann kann man das theoretisch auch komplett eingeben. Weil bei dem Fake, und das ist ja auch das Schöne, bei der Fake Order ist es ja schon so, wir wissen ja dann, wo ist der Entry. Aber wenn man jetzt über mehrere Minuten hier den Entry anpassen muss, ja, also ihr könnt natürlich auch vorher Stops reinlegen, und die dann halt anpassen und den Take Profit. Also ihr könnt das auch mit Pending Order durchhandeln. Aber ich persönlich mache es halt nicht. Ich klicke es halt manuell. Aber wie gesagt, das ist halt mein Trading, weil ich der Meinung bin, ich kann das klicken. Ich habe das, ja, ich klicke seit 17 Jahren klicke ich in den Markt rum und ich habe fast immer alles manuell gehandelt und von daher lasse ich das auch so. Und wer das halt nicht wirklich kann, der legt halt eine Pending Order rein und stellt das alles vorher ein. Also das Schöne ist, wenn man es im 5-Minuten-Chart handelt, hat man oftmals auch noch ein bisschen Zeit, nicht immer. Manchmal ist es auch so, dass es in der ersten oder in der zweiten Minute der 5-Minuten-Kerze getriggert wird. Also da muss man teilweise schon schnell sein. Aber sobald alle Kriterien von einem Fake erfüllt, kann ich ja hier gucken, okay, grob 20 Punkte Stop, 20 Punkte Stop heißt so und so viel Risiko, heißt so und so viel Euro will ich verlieren, bedeutet für mich Positionsgröße XY. Und dann erstmal rein den Trade und alles andere kann man ja dann noch auch anpassen mit Ziel und so weiter und so fort. Ja. So, so Heiko, achso, das haben wir genannt.
Das haben wir auch gehabt. Was haben die verschiedenen Akteure für Auswirkungen auf dein Handelssystem? Nimmst du größere Stop-Targets? Bist du bei einer Kommissionsorder länger am Markt und handelst die Impulsbewegung mit größeren Zielen oder Öffnungspositionsgröße und so weiter? Also natürlich, wenn ich jetzt weiß oder sehe, dass wir eine große Order am Markt haben, dann kann man auch versuchen, mal mehr Punkte mitzunehmen. Ja, das ist hier die Frage. Kann man auch mal mehr mitnehmen. Und ganz klar, wenn ich zum Beispiel jetzt hier so einen Markt sehe, der hier so hin und her geht, dann weiß ich, dass ich im Normalfall, also ich trade eigentlich sowas immer nur mit Fake-Ausbruch, dann kann ich hier nicht viel verdienen. Ich kann halt immer nur ein Drittel oder zwei Drittel verdienen. Das heißt, ich kann von hier was verdienen, dann läuft der Markt hier runter. Wenn er hier unten, denke ich immer, na, kommt der Ausbruch, kommt er nicht, plötzlich schnippt er wieder hier hoch, dann ist das hier meine Strecke, die ich ja nur rausschneiden kann. Da kann ich nicht auf 120, 30, 40, 50 Punkte setzen. Ist ja nicht möglich. Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel einen schwachen Trend habe, ist es ja oft so, dass der Markt immer hier so läuft. Das heißt, wenn ich hier einsteige, kann ich nicht erwarten, dass der Markt, ich kann zwar erwarten, dass er ploppt, aber ich muss hier oben rausgehen. Das heißt, ich passe meinen Take Profit hier oben an. Habe ich übrigens heute auch gemacht, wenn man hier zum Beispiel wenn man nicht hier nochmal in meinen Guidance Desktop geht, war heute eigentlich der beste Trade heute. Ich kann mich selber nicht sehen, ne? Ganz furchtbar. So, wenn man heute nochmal hier das Bild von heute anschaut, da habe ich eigentlich einen coolen Trade gehabt. Hier dieser Take Profit hier, seht ihr den? Also dieser Trade hier, wo jetzt der blaue Stift hier ist, da. Ja, das ist, da habe ich meinen Take Profit schön am Hoch. Also so sollte es halt aussehen. Ich habe einen bisschen stärkeren Plop erwartet. Ich hatte noch hier oben einen Take Profit drinne, der wurde aber nicht geholt und dann im Rücklauf habe ich hier zugemacht. Ja, natürlich weiß ich jetzt nicht, wie weit der Rücklauf kommt, aber ja, hier zum Beispiel habe ich auch einen Einstieg verpennt. Ja, da war ich dann nicht mal konzentriert. Das wäre auch noch mal eine Chance gewesen. Und auch den nachfolgenden Anstieg, den da konnte man alles schon sehen, dass da eine Order läuft, dass man, da muss man, habe ich auch gesagt, wer das hier jetzt den Anstieg handeln möchte, der muss halt einfach davon ausgehen, dass er teilweise sehr lange investiert ist, bis dann immer die Bewegung kommt. Das ist halt dann schon nervig. Also muss man der Typ dafür sein. Ich mag es halt nicht so ganz so gerne. So, gibt's noch eine wichtige Frage? Wie spät haben wir es? 52, haben wir 8 Minuten. So. Da kommt noch eine Anregung. Die Anregung kann ich leider nicht umsetzen, hat einfach steuerliche Gründe. Sache wäre noch mein Alternativkonto und da noch zu handeln außerhalb des Webinars. Das hat so ein bisschen steuerliche Gründe, weshalb das nicht umsetzbar ist, das Thema. Muss ja am Ende alles safe laufen. Heiko, ab wann ist denn bei dir ein Aufwärtstrend im 1-Minuten-Chart beendet? Oh, interessante Frage, auch gute Frage. Das ist natürlich, also wenn man es jetzt ganz klassisch sieht, auch einfach zu erklären, im Idealfall Trend im 1-Minuten-Chart sieht so aus und dann kann er so beendet werden. Er kann natürlich aber auch so beendet werden. Ja. Problem ist, dass es und das ist das, was viele Trader vergessen oder vielleicht auch nicht beachten, ist, dass ein 1-Minuten-Chart manchmal ja keinerlei Bedeutung oder Auswirkung halt hat. Warum sage ich das? Ich zeichne jetzt mal zwei Charts ein. Ja, zwei. So, der erste, der jetzt kommt, ist der. Das ist ein 5-Minuten-Chart. Ich schreibe mal drüber M5, 5M. Ja, und der andere Chart ist jetzt der 1-Minuten-Chart. Das heißt, der 1-Minuten-Chart zuckelt hier so genauso nach oben. So. Und jetzt kommt der Chart und zuckelt hier so nach unten. Das heißt, eigentlich ist der Aufwärtstrend hier im 1-Minuten-Chart beendet, aber im 5-Minuten-Chart geht es dann halt dann doch weiter. Und von daher heißt es nicht zwingend, muss nicht sein, dass aus dem 1-Minuten-Chart eine Trendumkehr wird und der Markt runterfällt. Es kann passieren, aber es muss nicht passieren. Und es kann sein, dass der 5-Minuten-Chart weitergeht. Genauso kann es auch eine Etage höher sein. Es kann sein, das hier ist ein, das Gelbe ist ein 60-Minuten-Chart und das Rote hier, das Pinke oder Magentafarben ist ein 5-Minuten-Chart. So kann es auch passieren, dass der 5-Minuten-Chart in der Korrektur ist. Und das Gleiche kann man auch sehen, wenn man zurzeit Tages- und Wochenchart nimmt. Ja, das heißt, wenn man aktuell sich den Chart anschaut, dann wäre das
gelbe Ein-Wochen-Chart. Woche, gelb. Ja. Halt. Wäre das gelbe Ein-Wochen-Chart und das andere zwischendrin war ein Tageschart. Ja. Also gelb Woche und pink Tageschart. Ja, haben wir jetzt auch gesehen. Ja, wer morgen früh wieder reinguckt ins andere Webinar, der sieht das ja auch. Ja, und dann könnte das hier der Daily gewesen sein. Und das muss man halt hinkriegen, dass man da entsprechend das sieht. Ja. So, dann noch eine Frage. Genau. Dann noch eine Frage gerade. Warte, oh, komm her. Dann noch eine Frage nochmals vorhin. Warum Teilschließung bei 12 Punkte? Gewinn war doch schon mehr als die ATR von 10 Punkte. Hier habe ich nicht jetzt, bei dem letzten Teilschluss habe ich jetzt nicht auf die ATR geschaut. Wie gesagt, nach ATR ist alles über 6 gut gewesen. Ich habe einfach geschaut, ob wir nicht noch sozusagen ein Komplett-Reverse kriegen. Also genauso wie auch hier in dem Bild, ob wir halt hier nicht ein Komplett-Reversal bekommen, also es das heißt vom Hoch komplett durchs Tief durch, weshalb ich da einen Teilschluss gemacht habe. Gut. Das war der Grund dafür. Wie erkennt man, dass ein Ausbruch ein echter Ausbruch ist und man in Trendrichtung einsteigen kann, zum Beispiel dritte Kerze mit steigenden Hochs und Tiefs? Ja, also das ist und das ist halt der Punkt, den ich jetzt immer wieder verstärkt halt beschreibe oder drauf eingehe, ist, dass man schauen muss, wenn man abschätzen kann, wie ja wie oder wer am Markt aktiv ist, dann kann man das erkennen. Aber das ist halt auch viel Erfahrung, viel Wissen, was man sich aneignen muss. Also ein echter Ausbruch, ja, es ist so doof, wie es klingt, aber ein echter Ausbruch ist halt so, der Markt bricht aus und kommt halt nicht nochmal zurück. Das ist, ich weiß, in der Sekunde, also mal als Beispiel, nehmen wir nochmal, das ist ja, das Coole ist ja, wie gesagt, ich mache ja auch sehr viel und das Beispiel von heute, zum Beispiel bin ich hier von vornherein, hier bei diesem Trade davon ausgegangen, den ich jetzt hier einkreise, dass das zwar ein Ausbruch wird, aber dass das nur ein kurzer Ausbruch wird. Das habe ich vorher für mich so festgelegt, dass das halt ein sogenannter Fake-Ausbruch wird. Ich musste dann aber auch sagen, ich handle hier zum Beispiel den Fake nicht, hatte im Webinar für meine Premium-Teilnehmer auch einen Grund, weil die Kasse gekauft hat. Ich konnte ja den Short nicht handeln, weil ich wieder in die Kasse reingeschaut habe, habe gesehen, in der Kasse wird gekauft, da kann ich den Trade nicht machen und deswegen wusste ich, dass der Markt so langsam nach oben zuckeln würde. Aber hier bin ich von vornherein ausgegangen, okay, ein echter Ausbruch sieht anders aus. Ein echter Ausbruch sehen wir halt wirklich in sauberen Trendphasen. Wir haben heute keinen sauberen Trend gesehen bis dahin, eher eine Seitwärtsrange, deswegen kein echter Ausbruch. Ansonsten kann man echte Ausbrüche immer nur unterstellen, wenn wir wirklich große Orders im Markt haben, sonst kann man das nicht unterstellen. Dann noch eine Frage, haben die übergeordneten Zeiteinheiten Vorfahrt? Das heißt, wenn man H1 oder H4, H1 in eine Richtung zeigen würde, man im M1 oder im M5 nur in diese Richtung skalpen oder auch gegen. Das Problem ist, es gibt, ich wäre, wo, in welchem Buch steht denn das? Ist das, ach, ich glaube, ich glaube im Buch, ich weiß nicht. Also, wenn alle Trends, also alle Kerzen in eine Richtung stellen, in eine Richtung zeigen, die Frage, Erdalgene, genau. Das ist ja das Schöne. Das ist ja auch eine Frage, also die kann man sich eigentlich auch selber beantworten. Wenn alle Trendrichtungen, alles in eine Richtung zeigt, wer soll mir denn noch auf höherem Niveau was abkaufen? Das ist ja die Frage. Also ich mag zum Beispiel total gerne, wenn wir einen Trendwechsel haben, zum Beispiel zwischen einer Minute oder 5 Minuten und Stunde. Ja, also da, wenn alle gekauft haben, das heißt, der Stundenchart, der 4-Stunden-Chart, der 5-Minuten-Chart, der 1-Minuten-Chart, alles sind in eine Richtung. Das heißt, alle Trader in jeder Zeiteinheit haben gekauft. Wer kauft dann noch? So, und das ist nur, wenn wirklich ein Insti drin ist oder die Optionsseite. Dann kann man damit handeln. Aber ansonsten ist das wahrscheinlich, wenn alles gut aussieht, muss man sagen, eigentlich eher
eine Phase, wo ich sage, da kann man auch dagegen gehen. Ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit etwas höher. Also guter Einwurf, Erdteilchenschiene, genau. Ich habe nämlich mich gerade umgedreht und wollte auf das Buch gucken, aber vielen Dank für den Hinweis. Ja. Also gute Frage, aber ganz ehrlich, wenn alles in eine Richtung zeigt, also wir sehen M1 nach oben, 5 nach oben, Stunde nach oben und 4 Stunden nach oben, dann ist halt die Frage, wer kauft denn da noch? Ja, das ist halt so die Frage und da muss man sagen, gut, ja. Also wie gesagt, man muss halt immer sehen, wie dann der Trend weitergeht. Natürlich, wenn im 4-Stunden-Chart wir eine Bewegung haben, dann ist diese Strecke im 4-Stunden-Chart vielleicht, ich sage jetzt mal, 300 Punkte. Dann kann es natürlich auch hier aussehen, dass vielleicht, wenn jetzt eine Stunde etwas schwächer ist, wie sieht, kann ja im 1-Minuten-Chart schon so aussehen, ja, wo man ganz anders dann tradet. Aber tendenziell, wenn ganz viele Zeiteinheiten in eine Richtung, trade ich nicht unbedingt gerne damit, aber ganz ehrlich, ich achte auch nicht 100% so darauf auf alle Zeiteinheiten. Ich habe meine Hauptzeiteinheiten, die ich auf dem Schirm habe, ist 1, 5 und 30. Ja, so. Am Sonntag schaue ich immer noch Woche und am Monatsende schaue ich sogar mir mal den Quartalschart an. Nur mal so für die langfristige Geschichte. Als letztes noch eine Frage. Wir haben es schon 17 Uhr. Wie komme ich zu der Info, welche Tools wir sie verwenden und so weiter? Das ist noch eine Frage, die ich noch gerne beantworten möchte zum Ende. Was die Kosten? Also man muss mit Kosten so von um die 50 bis 70 Euro im Monat rechnen, um an den Datenfeed zu kommen. JFD Brokers, was ich hier verwende, ist kostenfrei. Da hat man halt normal noch Trading-Gebühren und das Ganze gibt es aber auch auf einem YouTube-Video. Wir hatten den Link, mein Trading-Bildschirm. YouTube. Ich habe doch das, mein Trading-Bildschirm, Heiko Behrens, so. Da ist es. Mein Trading-Bildschirm. Mittlerweile ist es relativ weit oben, haben viele gesucht schon. Das heißt, dieses Video sich anschauen und da bitte, bitte, bitte bei dem Video unten auf die Links gehen. Hier sind die Links und da ist alles erklärt. Also so ziemlich alles erklärt. Also wer sich nur für MetaTrader entscheidet, der kann bis Minute 4, 5, 55 gucken. Wer sich für den Linear Trader entscheidet, klickt hier einfach drauf. 4 Minuten 56, zack, und dann ist dann das Video dann da vorne. So. Gut, jetzt ich komme immer wieder in die allgemeine Einstellung. Ich glaube, ein Roundturn bei JFD kostet jetzt nur noch 3,50 €. Wir gucken mal kurz. Im Demo-Modus kann man das ja mal gucken. Ich mach mal Euro-Dollar. Ich kaufe mal ein Lot. Achso, jetzt habe ich ja zwei gekauft. Gut. So, jetzt gucken wir mal hier. So, mal schließen. So. Ein Roundturn 5,50 €. Oh. Gut, da hätten wir es für heute. Also, ich hoffe, dass ich euch wieder gut was zeigen konnte. Durch Zufall haben wir einen coolen Trade hinbekommen. Also nur ein Trade. Ausdauer hat sich bezahlt gemacht. Das Abwarten hat sich bezahlt gemacht. Die Analyse, die Vorbereitung hat sich bezahlt gemacht. Ich habe euch die Updates gegeben. Ja, in dieser Phase, in der Marktphase, wo der Dow gerade ist, haben wir trotzdem, finde ich, wie gesagt, auch wenn das Trading jetzt nicht ganz so ernsthaft ist, aber trotzdem gesehen, dass gewisse Sachen funktionieren. Den Link habe ich euch gegeben, das Video ist aufgezeichnet, ich werde es aufnehmen, hochladen bei YouTube, bei JFD Brokers oder schaut einfach hier in meinen
Guidance Stream rein. Ich denke mal, aber da sind ja sowieso viele und da könnt ihr dann am Ende auch mit mir rumdiskutieren, gerne wenn ihr wollt. Und dort findet ihr dann auch das Video oder auf der Homepage wird dann das Video online gestellt werden. Ich darf mich bedanken, dass wieder so viele Leute eingeschaltet haben. Also wie gesagt, wir sind weit über, ja, eher schon Richtung 500 Leute hier immer. Und es freut mich, dass ihr mir da sozusagen die Stange haltet. Und zeigt aber ja auch, dass es scheinbar doch immer wieder interessant ist, was ich euch auch zeige und hoffe, dass ich mich da auch wohltuend von anderen Leuten abhebe. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Das nächste kostenfreie Highspeed Trading Webinar findet statt am der erste Dienstag im Juni ist der Dienstag, der 6.6. müsste das sein. Dienstag, 6.6. wird denn das neue, das nächste JFD Webinar sein. Ganz groß und rot im Kalender markieren. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr wirklich auch was mitnehmt aus, für das Trading. Ja, und ganz, ganz am Ende noch ein ganz kleiner Hinweis, Werbung in eigener Sache, falls jemand es noch nicht mitbekommen hat, wir haben oder ich habe ja dieses Gruppencoaching. Nur, wie gesagt, eigentlich ist es ausgebucht, falls Interesse ist, es ist noch ein Platz frei. Wer Lust und Laune hat, kann da gerne noch dran teilnehmen. Ich kopiere noch mal als letztes hier den Link rein. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch allzeit gute Trades. Freue mich dann auf den Juni oder schaut bei mir im Premium Service vorbei. Wie ihr den findet, denke ich auch ganz einfach. Ihr müsst hier nur oben rechts auf das schöne Gesicht klicken und dann seid ihr bei mir. Ja, und dann, ja, allzeit gute Trades und viel Erfolg euch. Und bis der Tage. Und wie immer sage ich am Ende, tschö mit Ö, euer Heiko.